Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie sehr herzlich und eröffne hiermit die öffentliche Anhörung unseres Ausschusses für Inneres und Heimat heute zum Thema des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Ich möchte möglicherweise nicht für alle Mitglieder des Ausschusses, aber vielleicht für die weite Mehrheit ein Zitat von Kardinal Reinhard Marx an den Anfang stellen. Er hat in einer gemeinsamen Predigt mit dem Ratsvorsitzenden, dem damaligen der EKD, gesagt, ich zitiere ihn, an unseren europäischen Außengrenzen kommt niemand zu Tode. Jeder, der an die Grenze kommt, wird menschenwürdig behandelt. Jeder Asylsuchende bekommt ein faires Verfahren. Niemand wird zurückgeschickt, wo Tod und Verderben drohen. Und wir tun alles in den Herkunftsländern der Migranten, dass dort Perspektiven für die Menschen sind. Zitat Ende. Für mich umreißt es die Aufgabenstellung, die vor uns liegt. Und ich erhoffe mir von unserer Anhörung heute, dass wir nicht nur die Probleme bestätigt bekommen, die wir alle seit mehreren Jahren zur Genüge zur Kenntnis nehmen, und auch nicht nur in den grundsätzlichen Vorstellungen verharren von Verteilung, von Solidarität, von Sicherheit, denen wir grundsätzlich zustimmen, die aber in Europa bisher nicht dazu geführt haben, dass man zu praktikablen gemeinsamen Lösungen sich hat durchringen können. Um die geht es. Aus meiner festen Überzeugung brauchen wir dafür auch Innovationen im System. Und für diese Innovationen brauchen wir den Sachverstand, auch außerhalb der Parlamente. Und heute ist Gelegenheit, ihn einzubringen. Ich danke deswegen allen, die sich bereit erklärt haben, uns als Sachverständigen zur Verfügung zu stehen, auch für die bereits eingegangenen schriftlichen Unterlagen. Und ich begrüße die von den Fraktionen benannten Sachverständigen in der Reihenfolge des Alphabets, Herrn Dr. Bossong, Herrn Braunsdorf, Frau Judith, Herrn Professor Kopmanns, Frau Liebel, Herrn Professor Thüm und Frau Dr. Janas Mayan. Wir haben ein hybrides Format an diesem Tag gewählt, das weiteren Sachverständigen die Teilnahme ermöglicht. So begrüße ich Frau Gminder und Herrn Dr. Lehner. Und Herr Knaus wird in Kürze ebenfalls den digitalen Raum betreten. Das hat er mir eben noch mitgeteilt. Vielen Dank auch, dass das zuständige Ministerium hier bei dieser Anhörung mit anwesend ist, in Gestalt von Frau Ministerialdirigentin Dr. Hornung. Herzlich willkommen. Zeitversetzt wird unsere Sendung im Parlamentsfernsehen zu sehen sein, das heißt über Stream. Und es wird auch ein Protokoll der ganzen Sitzung geben. Ich gehe wie üblich davon aus, dass dafür auch das Einverständnis hier im Raum herrscht und sehe keine gegenteiligen Hinweise. Damit kann das Ganze als Gesamtdrucksache am Ende auch erstellt werden. Ebenso wird wie üblich ein Wortprotokoll erstellt und auch zur Korrektur an die Sachverständigen verteilt. Wir haben uns ein Zeitfenster von 2 Stunden vorgenommen. Das ist nicht viel Zeit. Umso wichtiger kommt es auf das Zeitmanagement an. Ich darf die Sachverständigen deshalb auch darauf hinweisen, dass ich bei der Frage der Zeit, die Ihnen jeweils zur Verfügung steht, streng sein muss. Wir werden jetzt bei der Einleitung bei 3 Minuten bleiben, so wie es Ihnen mitgeteilt worden ist. Sie können die Zeit, sofern Sie eben sie nutzen können, gerne auch verwenden, um aufeinander einzugehen und nicht nur das vorzutragen, was wir bereits schriftlich von Ihnen vorliegen haben. Das ist in Ihrem Ermessen. Und wir haben anschließend eine Verabredung, wie wir mit Fragen und Antworten dann auch zeitlich umgehen, die ich im Anschluss an die eingegangenen Statements dann noch einmal mitteilen werde. Ja, mit dieser Vorrede können wir, glaube ich, in die Anhörung starten. Ich wünsche uns eine ergiebige Tagung. Danke nochmal allen, die sich hier so aktiv einbringen und gebe Herrn Dr. Bossong als Erstem das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, wieder hier zu sein.
Damals, als das Paket vorgestellt worden war, 2020, ging es noch sehr viel um Orientierung in dieser Komplexität. Jetzt geht es um Fokussierung, weil wir ja mutmaßlich dieses Jahr auf der Zielgeraden sein sollen zu einem Abschluss oder einem Teilabschluss des Pakets. In meinen kurzen Ausführungen werde ich nur auf kurz die Gesamtlage eingehen und wenige Empfehlungen oder Richtungen und nicht auf die Details einzelner Rechtsakte. Also, abgesehen von der Erklärung, dass wir seitens der europäischen Institutionen eine Einigung dieses Jahr erwarten, ist natürlich bekanntermaßen zu berücksichtigen, dass es nicht mehr so wie früher gilt, everything is agreed until nothing is agreed until everything is agreed. Also diese Paketlösung wurde ein Stück aufgelöst. Dann ist also jetzt entscheidend die Frage, welche kleine Paketlösung, wenn nicht die ganze Paketlösung, kann demnächst vereinbart werden. Es kann nicht genau vorhergesehen werden. Das Europäische Parlament erstellt noch einige Positionen zu verschiedenen Rechtsakten, aber so wie es sich abzeichnet, wird es vermutlich nicht mit der Asylmanagementverordnung und einem Ersatz des Dublin-Systems herauskommen. Man kann natürlich mit solchen Vorhersagen falsch liegen und deshalb ist die entscheidende Frage, reicht es dann trotzdem und ist es trotzdem sinnvoll, dann eine Reform anzustreben? Entsprechend würde ich hier die Ansicht vertreten, auch wenn es im Detail sehr komplex ist, dass es ja sinnvoll sein kann, auch eine Reform ohne eine Reform des Dublin-Regimes anzustreben und eben aufbauend auf der anzunehmenden Screening-Verordnung, die dann noch genauer auszugestalten ist und deren Detailbestimmungen wichtig sind, zu gucken, welches Paket bekommt man, sodass es im Kern eine bessere Aufsicht an den Grenzen Europas gibt, sodass zumindest eine gewisse Verbesserung im Grundrechtsschutz erreicht wird, die aber natürlich auch den Interessen der Staaten entgegenkommen muss. Also meiner Ansicht nach ist es auch legitim, auf eine verbesserte Identifizierung hinzuarbeiten und auch im gewissen Umfang eine verbesserte Rückführung. Aber natürlich unter der Maßgabe, dass dies die Grundrechte respektiert und auch die Verfahrensrechte respektiert. Das ist nicht einfach. Trotz alledem ist es in der Abwägung aus meiner Sicht nicht realistisch zu sagen, wenn das gesamte Paket scheitert, dass dann eine Verbesserung entstehen würde oder dass auch nur eine Teilreform auch dann eine Verschlechterung darstellen würde. Das ist, glaube ich, die entscheidende strategische Frage. Ergänzend würde ich jetzt noch sagen, die Frage der Krisen, ich habe es auch in der schriftlichen Ausführung ganz kurz angesprochen, wird natürlich immer wichtiger. Wir hatten die Erfahrung mit der Massenzustromrichtlinie. Ich bedauere es, dass die Mitgliedstaaten nicht bisher mehr Lessons-Learned-Prozesse dazu abhalten konnten. So ist es aber nun mal. Deshalb würde ich, Herr Bossong, Sie kommen zum Ende. Ja, ich komme zum Schluss. Deshalb würde ich darauf dringen, dass wir jetzt darauf planen, in der nächsten Legislaturperiode einen neuen Krisenmechanismus zu verabschieden, der darauf aufbaut und die Massenzustromrichtlinie ausbaut. Das wird aber, glaube ich, erst ab 2024 der Fall sein. Ja. Also bis dahin gilt es zu überbrücken. Dankeschön. Herr Braunsdorf, bitte. Vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier sprechen darf. Die Europäische Union geht momentan eine zynische Wette ein. Die Wette ist die, mehr Abschottung, mehr Auslagerung, mehr Abschiebung, Auslagerung von Grenzen und zivile Seenotrettung führe dazu, dass weniger Menschen nach Europa kommen. Die EU wird diese Wette allerdings verlieren und noch mehr Leid produzieren. Denn Menschen riskieren ihr Leben nicht ohne Grund. Unsere Teams von Ärzte ohne Grenzen sehen bereits heute die Folgen dieser zynischen Wette in ihrer täglichen Arbeit an der EU-Außengrenze und auf dem Mittelmeer. Und sie sind besorgt, dass die derzeitig diskutierten GEAS-Reformen die humanitäre Lage verschärfen werden. Ich gebe Ihnen drei Beispiele. Der Hotspot-Ansatz auf den griechischen Inseln bzw. seine Fortführung in den geschlossenen Zentren mit kontrollierten Zugang bietet einen Vorgeschmack darauf, welche Probleme mit den Screenings und Asylverfahrensverordnungen europaweit Realität werden könnten. Um nur zwei Punkte zu nennen. Ganz grundsätzlich gilt, dass haftähnliche Bedingungen und Isoliertheit kein gutes Umfeld sind für traumatisierte Menschen, die gerade geflohen sind. Unsere Teams vor Ort sehen außerdem immer wieder, dass in den beschleunigten Grenzverfahren der Schutzbedarf nicht ausreichend geprüft wird. Vulnerable Menschen bekommen zum Teil nicht mal die Gelegenheit, über ihre Gewalterfahrung zu sprechen. Eine Überlebende von sexueller Gewalt erzählte uns, dass sie kurz nach der Geburt ihres Kindes ihre Anhörung führen musste. Zitat, während meiner Anhörung ermöglichte mir die Person von der Asylbehörde nicht, über diese Erfahrung zu sprechen.
Vor diesem Hintergrund erachten wir die Idee, Vorprüfungen und Grenzverfahren entlang der gesamten EU-Außengrenze einzuführen, für äußerst gefährlich. Ein weiteres Beispiel, die Instrumentalisierung von Migration. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass Staaten Notlagen an den EU-Außengrenzen missbrauchen, um Rechte von Schutzsuchenden zu beschneiden. Wir alle haben noch die Bilder vor Augen von der militärischen Sperrzone an der polnisch-belarussischen Grenze und die Gefahr, dass der Ausnahmezustand über europäisches Recht kodifiziert wird, ist weiterhin da. Wir sehen es mit großer Sorge, dass unter der schwedischen Ratspräsidentschaft der Versuch unternommen wird, Teile der Instrumentalisierungsverordnung in andere Verordnungen zu integrieren. Drittens, das Sterben im Mittelmeer. Ich könnte jetzt viel darüber erzählen, was gerade auf dem Mittelmeer passiert, welches zynische Spiel gerade gespielt wird, wie SeenotretterInnen kriminalisiert werden, aber ich will mit etwas Positivem enden. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Außenministerin gerade eine europäische Seenotrettungsmission vorgeschlagen hat. Diese Ankündigung müssen jetzt allerdings auch Taten folgen. Wir brauchen ein proaktives staatliches Seenotrettungsprogramm und einen funktionierenden Verteilungsmechanismus. Wir erwarten, dass entsprechend des Koalitionsvertrags die Bundesregierung für menschenrechtskonforme Kompromisse auf europäischer Ebene kämpft. Aber nicht um jeden Preis, denn die humanitäre Krise darf nicht weiter verschärft werden. Vielen Dank. Frau Gminder, bitte. Ja, wir hören Sie noch nicht. Die Uhr läuft auch noch nicht. Gut, dann würde ich mal springen und wir kommen wieder zu Ihnen zurück und ich gebe das Wort Frau Judith. Ja, vielen Dank und genau, auch von meiner Seite aus vielen Dank und guten Tag. Vom Pro-Asyl aus sehen wir aktuell drei Gefahren für den Flüchtlingsschutz in Europa. Und auch konkret, dass sich diese durch die Reform des europäischen Asylsystems nicht verbessern, sondern verschärfen würde. Erstens die Auslagerung des Flüchtlingsschutzes an letztlich unsichere außereuropäische Drittstaaten. Zweitens Grenzverfahren unter Haftbedingungen an den Außengrenzen. Und drittens die weitergehende Toleranz von brutalen und illegalen Pushbacks an unseren Außengrenzen. In unserer täglichen Arbeit in Deutschland, mit unserer Partnerorganisation in Griechenland, aber auch mit Kooperationspartnern in vielen Mitgliedstaaten der EU, sehen wir schon jetzt die gefährlichen Konsequenzen solcher Pläne. In ihrem Zusammenspiel, also insbesondere Verfahren an den Außengrenzen und nur eine Überprüfung auf sichere Drittstaaten, kann dies das Ende eines tatsächlichen Flüchtlingsschutzes in Europa bedeuten. Ein solcher menschenrechtlicher Rückschritt würde aus unserer Sicht auch die EU als Raum der Freiheit und des Rechts in Frage stellen. Zum ersten Punkt, die Auslagerung an letztlich unsichere osteuropäische Drittstaaten. Schon jetzt sehen unsere Kolleginnen in Griechenland, was das in der Praxis bedeutet. Flüchtlinge aus Afghanistan oder aus Syrien werden systematisch als unzulässig abgelehnt, weil sie über die Türkei nach Griechenland geflohen sind. Egal, wie für sie die Situation in der Türkei tatsächlich ist und auch egal, welche Fluchtgründe sie hätten. Im Rahmen der GEAS-Reform soll dieses Konzept nochmal massiv verschärft werden und insbesondere sind wir sehr besorgt, was die aktuellen Diskussionen im Rat der EU angehen, wo es darum geht, dass es nicht mal die Genfer Flüchtlingskonvention gelten muss, dass die Person keinerlei Verbindung zu dem Drittstaat bräuchte und auch Teilregionen letztlich eines Landes als sicher deklariert werden können. Das ist eine Blaupause für den europäischen Rückzug aus dem Flüchtlingsschutz. Zweitens, Grenzverfahren unter Haftbedingungen an den Außengrenzen. Die Reformvorschläge sehen eine massive Ausweitung von Grenzverfahren vor und wir erleben schon jetzt in unserer Arbeit, wie eben Grenzverfahren sich negativ auf die Möglichkeiten auswirken, Schutz zu bekommen. Denn die Menschen sind in einer Ausnahmesituation, gerade wenn sie unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten wird, was die realistische Erwartung ist, wenn sie als nicht eingereist gelten. Denn schon jetzt sehen wir in den meisten Mitgliedstaaten, wenn eine Fiktion der Nichteinreise gilt, wird dies letztlich mit Haft oder haftähnlicher Unterbringung umgesetzt. Unter Inhaftierung haben die Menschen mehr Stress, Traumatisierung verschärfen sich und sie können nicht effektiv ihre Fluchtgründe vorbringen. Auch eine unabhängige Beratung ist kaum möglich.
Zum letzten Punkt, es braucht ein Ende des alltäglichen Pushbacks an der EU-Außengrenze. Das sind massive Menschenrechtsverletzungen und wir sehen aktuell keine ernsthaften politischen Bestrebungen, um diese zu ändern. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, dem Elend und den Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen ein Ende zu setzen. Und wir würden uns wünschen, dass Sie hier auch konkrete Punkte vorbringen, zum Beispiel das Menschenrechtsmonitoring. Dankeschön. Dankeschön. Dann versuchen wir es wieder mit Frau Gminder. Ja, ich hoffe, Sie können mich jetzt hören. Gut, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass ich heute online teilnehmen kann. Der Gesetzesvorschlag zum Asyl- und Migrationspakt ist ja ein sehr umfänglicher und ein sehr großer, mit über fast 10 Gesetzesvorhaben, die wir vorgeschlagen haben. Dies haben wir gemacht, um einen Rechtsrahmen zu schaffen, der von allen wieder eingehalten wird. Und es ist unerlässlich dafür, gemeinsame, nachhaltige, legale und operative Lösungen anzubieten. Dieses Paket liegt auf den Werten und den Grundrechten der EU und wird damit weiter in der Praxis umgesetzt werden, was der EU-Vertrag und alle seine Gesetze und die Grundrechtscharta vorsehen. Mehrere Elemente dieses Paktes wurden in den letzten Jahren schon umgesetzt. Andere sind jetzt in der Verhandlung und es sind 4 Säulen. Die erste Säule ist die legale Migration. Ganz wichtig für uns, dass auch Drittstaatsangehörige nach Europa kommen, die legal einreisen und die hier qualifiziert einen Job finden. Wir arbeiten an Fachkräftepartnerschaften mit Drittländern und an der Digitalisierung des Visumsverfahrens, um das Visumerteilen zu beschleunigen. Grundsätzlich sind aber die Bestimmungen über legale Migration nicht von der EU festgelegt, sondern werden nationalstaatlich geregelt. Zweite Säule ist die Stärkung des Grenzschutzes an der Außengrenze und die Gewährleistung des Funktionierens des Schengen-Raumes. Das erste Bestandteil ist das neue Mandat von Frontex. Zweitens arbeiten wir an neuen Grenz-IT-Systemen an der Grenze, um besser zu wissen, wer sich in der EU aufhält. Und wir arbeiten an der Screening-Verordnung, deren Ziel ist es, Personenkontrollen an den Außengrenzen zu verstärken und sowohl Asylbewerber als auch irreguläre Migranten rasch einem geeigneten Verfahren zuführen. Es wird allerdings immer ein Verfahren geben. Daneben läuft auch die Gesetzgebung zur besseren Erfassung von Daten in der Eurodac-Verordnung und eine Überarbeitung des Schengener Grenzkodexes, um polizeiliche Zusammenarbeit zu stärken. Dritte Säule ist die Reform des Asyl- und Migrationssystems. Da arbeiten wir vor allem an der Anerkennungsverordnung, um zu verhindern, dass ein Asylshopping in der EU stattfindet, sondern dass die Asylsysteme durch Konvergenz gestärkt werden. Die Richtlinie über die Aufnahmebedingungen, um zu verhindern, dass Aufnahmebedingungen sich sehr unterscheiden. Und die Verordnung über Migration und Asylmanagement, die das jetzige Dublin-Verfahren neu ordnet. Und zuletzt gibt es danach noch die Asylverfahrensverordnung, die Neufassung der Rückführungsrichtlinie. Die vierte Säule ist die Zusammenarbeit mit Drittländern. Auch dies ist eine sehr wichtige Säule, um den Schutz für Bedürftige und für Gemeinschaften und Länder zu stärken, auch in Drittstaaten, um institutionelle Kapazitäten in Drittstaaten zu stärken, um die Ursachen irregulärer Migration und Flucht zu bekämpfen und auch um legale Migration zu fördern. Wir arbeiten bei all dem sehr mit unseren internationalen Partnern zusammen, und auch mit dem UNHCR, mit dem wir täglich fast im Kontakt stehen. Vielen Dank. Danke, Frau Gminder. Herrn Knaus kann ich noch nicht sehen, deswegen gebe ich das Wort Herrn Professor Koopmans. Gut, vielen Dank für die Einladung. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass wir in Europa das tödlichste Migrationssystem der Welt haben. Nach Schätzungen sterben 70% der Menschen, die auf der Migration sterben, auf dem Weg nach Europa. Und alleine auf dem Mittelmeer waren das seit 2014 deutlich über 20.000. Ich möchte die ehemalige australische Premierministerin Julia Gillard von der Labour Party zitieren. Sie hat 2015 war es, glaube ich, die Regelung der ehemaligen konservativen Regierung bezüglich der Pacific Solution, also die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten, wieder eingeführt und hat das im Nachhinein wie folgt begründet. Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, als Premierministerin einen Anruf von den Grenzsicherungskräften zu bekommen, dass wiederum ein Flüchtlingsboot ist untergegangen. Das müsste eigentlich auch der Auftrag für Europa sein.
Seenotrettung wird dieses Problem nicht lösen. Anders als manchmal behauptet wird, wird es das Problem auch nicht verärgern, aber lösen wird es das nicht. Die Pushbacks werden es auch nicht lösen, das kann man auch feststellen. Also nur eine Reduzierung der irregulären Migration ist imstande, dieses Problem zu lösen. Und das geht wiederum nur, wenn wir das Prinzip durchbrechen, dass jeder, der sich an einer europäischen Außengrenze meldet, Recht hat auf ein Asylverfahren in Europa. Und damit auch de facto, das zeigt einfach die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bleiben darf. Weil das ist, was die Anziehungskraft des Weges nach Europa ausmacht. Es führt deshalb nichts an Abkommen mit Drittstaaten vorbei. Abkommen über die Rücknahme von abgelehnten Asylbewerbern, aber vor allem Abkommen über die Durchführung von Asylverfahren vor Ort. Dabei muss es nicht darum gehen, dass diese Drittstaaten, das möchte ich betonen, dass diese Drittstaaten für ihre eigenen Bürger perfekte Demokratien sein müssen. Diese Drittstaaten müssen garantieren, dass sie die internationalen Konventionen des Flüchtlingsrechts einhalten, natürlich insbesondere das Verbot von Non-Refoulement einhalten. Das ist, was entscheidend ist. Dann ist natürlich die Frage, wie macht man das effektiv? Das ist nicht einfach, aber ich würde zwei Sachen vorschlagen, die in der Vergangenheit nicht so probiert sind. Das erste ist die Kopplung von solcher Auslagerung von Asylverfahren mit der ausdrücklichen Entscheidung, dass man die Begrenzung, die man dadurch erwirkt, benutzt, um großzügige Kontingentaufnahmen zu beschließen, wobei dann nach Schutzbedürftigkeit selektiert wird und nach Aufnahmekapazität dosiert wird. Und zweitens, dass man Migration durch Migration ersetzt. Also es geht nicht darum, Migration zu begrenzen, sondern von irregulärer nach regulärer Migration umzusteuern. Vielen Dank. Herr Dr. Lehner, bitte. Ja, ich bedanke mich ebenfalls sehr herzlich für die Einladung und auch für die Möglichkeit, hier aus der Ferne teilnehmen zu können. Ich möchte in rechtlicher Hinsicht sozusagen drei kurze Schlaglichter werfen auf rechtliche Problembereiche. Was das Zuständigkeitssystem an sich anbelangt, ändert sich ja bekanntlich nicht viel, was problematisch ist, weil die bestehenden Asymmetrien im System dadurch fortgeschrieben werden, dass die Kommission sich scheut, einen umfassenden Verteilungsmechanismus vorzusehen, ist verständlich, nachdem bislang alle Ansätze in diese Richtung gescheitert sind. Insofern erscheint mir ein differenzierter Lösungsansatz prinzipiell überzeugend zu sein, wobei ich glaube, dass im sozusagen vorgeschlagenen Solidaritätsmechanismus noch einiges ausbaufähig ist. Insbesondere scheint es mir nicht besonders überzeugend zu sein, die Rückkehrpatenschaften und die Aufnahme von Schutzsuchenden sozusagen quantitativ gleich zu gewichten. Dass sich am Zuständigkeitssystem selber gar nichts ändert, außer der Ausweitung des Begriffs der Familienangehörigen, erscheint mir problematisch, erscheint mir zudem systemwidrig zu sein mit Blick auf das, was wir im Migrationsrecht, im Familiennachzugsrecht, im Freizügigkeitsrecht, im Daueraufenthaltsrecht bislang kennen. Die Annahme, dass dies integrationsfördernd wirken könnte, beruht meines Erachtens eher auf spekulativen Annahmen. Und es besteht hier die Gefahr, dass ein jedenfalls faktisch nachzugsähnliches Substitut geschaffen wird für Personen, die eigentlich gar nicht nachzugsberechtigt sind und die dann verleitet werden könnten, über das Dublin-Verfahren oder das Dublin-Verfahren zu verwenden, um am Ende doch noch an den gewünschten Zielort zu kommen. Große Probleme bestehen bekanntlich derzeit im Überstellungsverfahren. Hier sind verschiedene Vorschläge gemacht worden, wobei das große Problem des Zuständigkeitsübergangs bei Fristablauf von 6 Monaten nicht angegangen wird. Es wird eine Fristhemmungsregelung angeboten für Fälle der Flüchtigkeit, was zu begrüßen ist. Aber der Zuständigkeitsübergang bleibt als Problem bestehen. Man sollte meines Erachtens erwägen, die Nichterfüllung der bereits erteilten Übernahmezusage, die ja im Grunde genommen ein Pflichtverstoß ist, auch entsprechend zu sanktionieren. Hier gibt es vielleicht Anknüpfungspunkte in den vorgeschlagenen Rechtsakten. Die Kommission möchte ja offenbar den Informationsaustausch zwischen den Staaten strukturieren. Und hier könnte man vielleicht auch anknüpfen, um Pflichtverstöße sozusagen festzustellen. Was das Grenzverfahren als solches anbelangt, hängt meines Erachtens die Grundrechts-, die Menschenrechtskonformität entscheidend von der Ausgestaltung ab.
In der Tat ist die Haftfrage die entscheidende Frage. Verkürzt gesprochen, die Transitzonen dürfen keine Haftzonen sein. Haft darf nur im Einzelfall angeordnet werden. Die sekundärrechtlichen Vorgaben hierfür sind ausgesprochen streng, sodass es mir im Moment kaum vorstellbar erscheint, dies sozusagen rechtskonform hinzubekommen und gleichzeitig zu bewerkstelligen, dass es auch funktioniert. Vielen Dank. So, zwischenzeitlich ist Herr Knaus auch zugeschaltet und wenn Sie startklar sind, können Sie als Nächster sprechen. Ja, vielen herzlichen Dank zunächst für die Einladung und Entschuldigung, ich steckte hier im Londoner Verkehr fest und bin dann aus dem Taxi ausgestiegen und zu Fuß gelaufen. Ich bin hier, um über die irreguläre Migration über den Ärmelkanal zu reden. Und das Paradoxe ist ja, dass im letzten Jahr mehr Menschen die EU irregulär mit Schmugglern verlassen haben, als aus ganz Afrika nach Spanien gekommen sind. Und dass das Versagen der Demokratien auf beiden Seiten des Ärmelkanals, irgendetwas gegen das Schmugglergeschäft zu tun, uns einen Wink gibt, in welche Richtung wir falsch denken. Denn was wird am Ärmelkanal versucht? Großbritannien überweist an Frankreich hunderte Millionen Euro und Frankreich soll mit seiner Polizei versuchen, Menschen aufzuhalten. Das ist schon an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien seit der Einführung von Schengen-Kontrollen 2015 überhaupt nicht gelungen. Die Zahl der Asylanträge in Frankreich hat sich verdoppelt und das wird auch am Ärmelkanal nicht gelingen. Was man tun müsste, darauf komme ich sofort. Denn der große Unterschied zwischen Absichten und effektiver Politik, also über die Kontrolle irregulärer Migration reden, Entschlossenheit zu zeigen, alles zu tun, um sie zu kontrollieren und den Ergebnissen, die dann folgen, der lässt sich nicht nur am Beispiel Großbritanniens, wo die Zahl der irregulären Migranten über den Ärmelkanal von 200 im Jahr auf 47.000 gestiegen ist, der lässt sich auch am Beispiel Italiens und Österreichs exemplarisch zeigen. Und ich glaube, das ist eine Warnung auch für diese Diskussion hier. Kein Land hat in den letzten Jahren so offen darüber geredet, dass man Landgrenzen schützen, Grenzkontrollen verstärken, irreguläre Migration bekämpfen muss, wie Österreich unter Sebastian Kurz und seinem Nachfolger Karl Nehammer. Und kein Land hatte im letzten Jahr pro Kopf so viele Asylanträge wie Österreich, abgesehen vom kleinen Zypern. Und kein Land, und das ist entscheidend, hat im letzten Jahr pro Kopf in Europa so viel Asyl und subsidiären Schutz vergeben wie Österreich. Warum? Das Schließen der Balkanroute, die Entschlossenheit, mit Orban zusammenzuarbeiten, haben dazu geführt, dass im letzten Jahr mehr Menschen in Österreich Asyl beantragt haben als im Jahr 2015 vor dieser Diskussion. Und der Hauptgrund ist einfach, Österreich hält sich an den Rechtsstaat. Die Österreich erreichen, es wird ihnen nicht der Arm gebrochen, sie werden nicht ausgezogen und beraubt und sie werden vor allem nicht nachts über die Grenze nach Ungarn oder Slowenien mit Gewalt zurückgetrieben. Das Ergebnis, jeder, der an dieser Grenze kontrolliert wird, stellt einen Asylantrag und bleibt in der Europäischen Union. Und da ist die wirkliche Scheidelinie in der jetzigen Debatte. Zwischen jenen, die irreguläre Migration reduzieren wollen, aber sich noch an den Rechtsstaat halten, wie Großbritannien. Es gibt keine Pushbacks am Ärmelkanal nach Frankreich. Und jenen Staaten, die den Rechtsstaat aufgegeben haben, wie Herr Knaus, Griechenland oder Österreich. Ja? Sie sind am Ende und der Rest kommt dann in der... Also was man tun müsste, ich habe ein Handout vorbereitet, ich schicke Ihnen das. Aber wir sind gespannt auf die ersten Antworten auf die Fragen, die kommen. Vielen Dank. Dann kommt Frau Liebel, bitte. Vielen Dank für die Einladung. Die größte Schwachstelle für das GEAS ist die mangelnde Umsetzung. Eine Einigung auf die vorgeschlagenen Reformen wird daran nichts ändern. Deutschland ist ständig von fehlender Einhaltung der GEAS-Standards betroffen. Die mangelnde Umsetzung von Aufnahme-, Asylverfahrens- und Grundrechtsregeln in anderen Ländern erhöht die Verantwortung Deutschlands und verursacht großes Leid für die Menschen, die in Europa Schutz suchen. Es ist deshalb essentiell, dass Deutschland als großer EU-Mitgliedstaat mit signifikantem Interesse an einem funktionierenden, rechtskonformen und gemeinsamen Asylsystem in Europa die Verhandlungen in diesen entscheidenden Monaten mit Nachdruck beeinflusst. Ein möglicher Kompromiss auf EU-Mitgliedstaat-Ebene, der das Asylrecht aufweicht, ein extrem komplexes System der Verantwortungsteilung zulasten der Länder an den EU-Außengrenzen einführt
und Abweichungen von Asylstandards in einer Reihe von verschiedenen Situationen zulässt, mag im Rat mehrheitsfähig sein, und selbst das ist weiterhin fragwürdig, ist aber aus vielen Gründen nicht erstrebenswert. So ein Kompromiss wird nichts am Kern des Problems der mangelnden Umsetzung der Regeln durch Mitgliedstaaten ändern. Im Gegenteil, ein komplexes System mit multiplen Ausnahmen wird die Überwachung der Einhaltung der Standards noch erschweren. Einige der Vorschläge, die im Moment diskutiert werden, würden auch zu mehr Gewalt an den Außengrenzen führen, da Anreize geschafft werden, die Zahl der Menschen, die in Europa ankommen, zu reduzieren. Ich möchte nun Anmerkungen zu zwei Gesetzesvorhaben machen. Zur Asylverfahrensverordnung. Der Vorschlag stellt eine Verschlechterung der flüchtlingsrechtlichen Standards dar, sowie einen signifikant erhöhten Verwaltungsaufwand für bestimmte Mitgliedstaaten. Priorität in der jetzigen Phase der Verhandlungen muss sein, dass es zu keiner Einigung auf verpflichtende Grenzverfahren kommt. Grenzverfahren bedeuten Asylverfahren zweiter Klasse mit reduzierten Standards, zum Beispiel hinsichtlich Rechtsschutz und rechtswidriger Zurückweisung, die in 6-monatiger de facto Haft an den EU-Außengrenzen durchgeführt werden würden. Sie basieren auf der fehlerhaften Annahme, dass die Mehrheit der in Europa ankommenden Menschen keinen Schutzbedarf haben. Außerdem sollte es keine Einigung zu einer verpflichtenden Prüfung der Zulässigkeit eines Antrags hinsichtlich erster Asylstaat oder sicherer Drittstaat geben. Diese Prüfung würde bedeuten, dass eine Vielzahl von Menschen, die aus Ländern wie zum Beispiel Syrien fliehen, keine Möglichkeit und keinen Zugang zu einem Asylverfahren mit inhaltlicher Prüfung in Europa hätten. Zur Asylmanagementverordnung. Der Vorschlag der Kommission greift nicht die fundamentalen Probleme des Dublin-Systems an. In der Praxis bleibt die Standardzuständigkeit für Asylanträge im Ersteinreiseland. Das heißt, dass eine Einigung zu diesem Gesetzesvorschlag nur von Mehrwert ist, wenn er ausgleichende Solidaritätsmechanismen mit einer gesetzlichen Grundlage hinzufügt, wie von der tschechischen Ratspräsidentschaft zum Beispiel vorgeschlagen. Zusätzlich sollten andere Vorschläge, die das Dublin-System noch verschlechtern, zum Beispiel die fast dauerhafte Verantwortung des Ersteinreisestaats, überarbeitet werden. Vielen Dank. Ja, besten Dank. Herr Professor Thüm, bitte. Ja, Politik braucht Visionen, wie man es anders machen kann. Man muss nur aufpassen, dass Visionen keine Illusion bleiben. Seit 7 Jahren wird jetzt über die Illusion verhandelt. Wenn sie scheitert, dürfte es so schnell keinen neuen Anlauf geben. Das gilt umso mehr, als Projekte wie externe Asylverfahren oder sonstige einfache Alternativen und Lösungen letztlich denselben Problemen begegneten, die wir seit Jahren diskutieren. Sie hantieren letztlich mit den gleichen Bausteinen. Schnelle Grenzverfahren, sichere Drittstaatsklauseln oder eine effektive Rückführung. Visionen, wie man es anders machen kann, müssen letztlich all die Strukturfragen beantworten, die die EU-Rechtsakte so kompliziert machen. Sie sind keine Alternative zur aktuellen Reform, sondern müssen sich auf diese einlassen. Hierzu 3 Appetithappen. Erstens ist der einstweilige Rechtsschutz im Grenzverfahren umstritten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt einen automatischen Suspensiveffekt, was konkret bedeutet, dass ein Gericht einstweilig darüber entscheidet, ob die Rückführung stattfinden darf oder nicht. Eben dies will die Kommission umsetzen. Im Parlament gibt oder gab es jedoch Widerstand. Dort wollen einige das Hauptsacheverfahren abwarten. Das ist super technisch, macht aber einen riesigen Unterschied. In Deutschland dauert der einstweilige Rechtsschutz 2 Monate, Hauptsacheverfahren 26 Monate. Grundrechtswidrig sind die meisten Pushbacks, nicht jedoch die Kommissionsvorschläge über Grenzverfahren. Zweitens bewirkt die faktische Reisefreiheit im Schengen-Raum, dass es immer Sekundärmigration geben wird. Debatten über nur positive Anreize oder vorrangig negative Sanktionen sind daher unergiebig. Die Herausforderung ist so groß, dass man beides kombinieren kann, Zuckerbrot und Peitsche, wenn Sie so wollen. Hiernach könnte ich mir persönlich durchaus vorstellen, einen erweiterten Familienbegriff zu akzeptieren, allerdings nur unter der Bedingung, dass im Gegenzug zum Beispiel mehrfache Asylverfahren reduziert werden, also die illegale Weiterwanderung nicht länger dafür führt, dass offiziell Deutschland zuständig wird. Drittens und letztens äußern einige immer offener, dass der Status quo besser sei als eine schlechte Reform. Mich überzeugt das nicht. Eine Alternative ist der Status quo, nämlich nur formal juristisch. Wenn die Reform scheitert, dürften sich die Erosionserscheinungen verstärken, die wir bereits sehen. Einige Länder halten sich schon jetzt nicht an EU-Recht und kommen damit durch. Das gilt für griechische und polnische Praktiken, ebenso wie für Italien, das neuerdings alle Dublin-Rückführungen verweigert. Früher wurden solche Rechtsakte versteckt. Mitgliedstaaten haben sie offiziell geleugnet oder sich formal irgendwie an Dublin gehalten. Heute bekennen sich die Staaten ganz offen dazu, das europäische Recht nicht mehr einhalten zu wollen.
Das ist die Alternative zu einer Reform, eine schleichende Erosion an die Stelle von Humanität und Ordnung trete Chaos, was nur diejenigen stärkte, die das Asylrecht abschaffen möchten. Danke. Vielen Dank. Und abschließend Frau Dr. Jana Schmeier. Ich bedanke mich für die Einladung und möchte mich heute auf drei Punkte konzentrieren. Erstens, trotz der wiederkehrenden Bekundungen auf europäischer Ebene und durch die Bundesregierung hält die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung an und verhindert lebenswichtige Einsätze. Unsere Forschung zur Seenotrettung im Mittelmeer widerlegt die umstrittene Pull-Faktor-Hypothese. Wir sehen keinen kausalen Effekt von Seenotrettung im Mittelmeer auf die Zahl versuchter Überfahrten. Der Forschungsstand verdeutlicht, dass auch die Ausgestaltung der Aufnahmepraktiken in der EU kein Fluchtgrund ist, sondern sich ändernde Bedingungen und Konfliktdynamiken in Herkunfts- und Transitländern. Zweitens, Externalisierungspolitik, also Praktiken, welche die europäischen Außengrenzen auf Drittstaaten verlagern, sollte nicht das zentrale Werkzeug der europäischen Asylpolitik sein. Kooperation mit Drittstaaten sollte im Einklang mit den internationalen Menschenrechten und der Genfer Flüchtlingskonvention stehen. Unsere Forschung in der Türkei und in Tunesien zeigen, dass dies oft nicht der Fall ist. In der Türkei ist die Lage für nicht-syrischen Geflüchteten besonders prekär, weil sie keinen Zugang mehr zu internationalem Schutz bekommen. Die Situation in Tunesien ist ebenfalls kritisch. Präsident Said verbreitet öffentlich rassistische Verschwörungstheorien und Menschen schwarzer Hautfarbe fürchten um ihr Leben. Weder die Türkei noch Tunesien können pauschal für alle Gruppen von Geflüchteten als sicherer Drittstaat gelten. Unsere Forschung zeigt auch eine sehr negative Wahrnehmung der EU in diese Länder. Insgesamt befindet sich die EU aufgrund ihrer restriktiven Politik und gemischten Menschenrechtsbilanz in einer schlechten Ausgangsposition für Verhandlungen mit Drittstaaten. Um etwas positiver abzuschließen, der Umgang und die Solidarität mit den Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, verdeutlicht die Aufnahmekapazitäten für Geflüchtete, wenn der politische Wille vorhanden ist. Laut unseren repräsentativen Umfragen zeigt die Bevölkerung in Deutschland von Beginn an eine sehr hohe Unterstützungsbereitschaft. Wir können in anderen Studien zeigen, dass auch das Potenzial von Privatunterbringung in Ergänzung zu staatlichen Unterbringungsformen, dass es kein langfristig Teil der Lösung kann sein, und zwar über die Gruppe von Ukrainern hinaus. Es ist wichtig, Teilhabechancen für alle geflüchteten Gruppen zu schaffen. Die Vorstöße der Bundesregierung, die Teilhabe an Integrationskursen von der sogenannten Bleibeperspektive zu entkoppeln, sowie ein Chancenaufenthaltsrecht zu etablieren, könnten in diesem Sinne als Vorbild auf der europäischen Ebene dienen. Zuletzt möchte ich betonen, dass Deutschland nicht nur ein Einwanderungsland, sondern auch ein Aufnahmeland für Geflüchtete ist. Der Umgang mit Flucht ist eine Daueraufgabe und erfordert langfristige und anpassungsfähige Strukturen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war die erste Runde der Sachverständigen. Vielen Dank für die Beiträge und vor allem auch die Disziplin. So wollen wir jetzt auch weiterverfahren. Nach den Erfahrungen der Vergangenheit bleibt uns die Chance auf zwei Runden auf jeden Fall, die wir jetzt durch die Fraktionen machen können. Ich würde dazu jeweils die benannten Berichterstatterinnen und Berichterstatter aufrufen, sofern nicht andere Meldungen hier im Raum sichtbar sind, und teile Ihnen noch mal mit, wie wir vereinbart haben, jetzt zu verfahren innerhalb der Fraktionsrunden. Jede Fragestellende, jeder Fragesteller kann zwei Fragen an einen Sachverständigen richten oder je eine Frage an zwei Sachverständige. Dazu bitte auch die Sachverständigen, die man anspricht, benennen. Für diese Fragen haben Sie jeweils zwei Minuten Zeit, also für Ihren Redebeitrag 2 Minuten aus den Fraktionen. Die Sachverständigen haben dann für jede Frage 2 Minuten. So, falls es Durcheinander gibt, kann ich ja noch mal intervenieren. Und deswegen probieren wir einfach mal, ob das jetzt gleich so klappt. Und Herr Demir wäre der Erste. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Auch vielen Dank an die Sachverständigen, an die vielen Papiere, die auch teilweise kurzfristig geschrieben worden sind. Da ist sehr viel Wissen dazugekommen und ich bin dankbar dafür, auch im Namen unserer Fraktion. Wichtiges Thema, das wir jetzt gerade haben, und ich möchte
zwei Fragen stellen. Eine Frage an Herrn Dr. Bossong und eine Frage an Frau Janaschmeier, Dr. Janaschmeier. Die eine Frage an Dr. Bossong ist, wir haben es jetzt mehrmals gehört, wenn diese 11 Vorhaben oder diese 500 Seiten, die wir auf europäischer Ebene gerade haben, nicht bis Sommer umgesetzt werden sollten, möchte ich von Ihnen wissen, was das für eine Folge hätte auf Europa, auf das Asylsystem? Das wäre eine Frage an Sie. Und das, was wir auch von vielen Sachverständigen gehört haben, Frau Dr. Janaschmeier, auch von Ihnen, zu den Pull-Faktoren haben Sie schon was gesagt. Das ist richtig so. Jetzt haben wir die Massenzustromrichtlinie gehört und gesagt, dass das ein Beispiel sein kann. Wenn man sich das aber genauer anguckt, sehen wir ja, dass Deutschland und Polen viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben, was sehr gut ist. Dann sehen wir Frankreich und Spanien, die ein bisschen weniger aufgenommen haben. Sogar Kanada hat 600.000 Visa ausgestellt, um Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, was toll ist. Können Sie uns noch mal sagen, ist es wirklich eine Blaupause oder müsste da noch ein weiterer Punkt in Richtung Verteilungsmechanismus noch mal rein? Das wären die zwei Fragen von mir. Dankeschön. Vielen Dank. Also die Sachverständigen haben jetzt unmittelbar die Gelegenheit zur Antwort, jeweils 2 Minuten. Herr Bossong. Ja, vielen Dank. Also die Verhandlungen laufen auch noch bis 2024, aber ich sage mal, im Sommer zeichnet sich dann wahrscheinlich ab, ob es was wird oder nicht. Es kommt darauf an, wie groß das Paket sein wird, was geschnürt wird. Ich denke, es wird immer noch eine Teilreform geben. Ich glaube, es ist nicht wahrscheinlich, dass es komplett abgelehnt wird. Das hatte ich ja schon ausgeführt. Daraus kommen dann die Folgen der Nichtumsetzung oder Nichtvereinbarung, je nachdem, wie das Paket aussieht. Ganz, ganz allgemein würde ich nur sagen, es wurde auch schon mehrfach hier angesprochen, es ist eindeutig, dass die Einigkeit zu den Themen Rückführung, Kooperation mit Drittstaaten, mehr Grenzschutz so groß ist, dass auch Einzelstaaten und auch große Staaten wie Deutschland da in der Summe nichts dran ändern werden. Und insofern, das ist jetzt keine Wertung, glaube ich, wird, wenn nichts Substanzielles vereinbart wird, dieser Zug einfach weiterfahren. Und das heißt auch, also Herr Professor Thüm hat es gesagt, mehr Chaos oder einfach der Status quo mit der offenen Rechtsbrüchen und der Status quo mit eben hauptsächlich Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Rückführung durch Drittstaaten und Abfangen. Das Letzte, was ich noch anführen würde, was vermutlich ist, natürlich haben wir die Massenzustromrichtlinie gehabt und wir werden in 2 Jahren allerspätestens uns damit auseinandersetzen müssen, was dann danach kommt und wie man damit umgeht. Und es werden in diesen 2 Jahren bestimmt auch noch weitere Krisen passieren. Also es wird auch Improvisierungen geben in den nächsten Monaten bis Jahren. Das ist eindeutig. Und ich denke, insofern wäre ich positiv, dass man dann vielleicht einfach notgedrungen an der Massenzustromrichtlinie anknüpfen muss. Aber das war sehr frei politisch, was da vereinbart worden ist. Und ich finde das riskant, sich darauf zu verlassen, auf diesen freien politischen Goodwill. Also wenn da auch nicht nachgelegt werden würde, könnte es genauso dann einfach eine Ablehnung geben, wie wir es ja auch schon mit den afghanischen Fällen gesehen haben. Also insofern denke ich, ist es dringend notwendig, zumindest eine Teilreform hinzubekommen. Danke sehr. Frau Dr. Janaschmeier. Vielen Dank. Ich möchte erstmal mit vielleicht das verbinden, das mit dem Push- und Pull-Faktoren-Theorie ein bisschen zu verbinden. Also was wir wissen von Wissenschaft ist, dass die Geflüchteten bleiben oft in der ersten Linie auf jeden Fall in den unmittelbaren Nachbarländern, weil das gibt es natürlich auch geografische Nähe, falls ein Rückkehr ist jetzt relativ bald möglich ist. Auch persönliche Netzwerke, vielleicht Familienmitgliedern und aber auch potenziell viel mehr kulturelle Nähe. Das haben wir auch mit dem ukrainischen Krieg auch gesehen, denn in der ersten Linie Polen hat ein großes Maß von Geflüchteten mitgenommen haben. Und was war gut mit der Aktivierung auch der Massenzustromrichtlinie ist, dass genau diese Freiwahl von den Geflüchteten auch ermöglicht hat, weil es ein flexibles Instrument war. Was auch wir sehen in der Praxis ist, die Integration wirklich vereinfacht in diesem Sinne. Weil jetzt natürlich ganz, ganz schnell die rechtliche Sicherheit gewährleistet, die bürokratischen Hürden bis zu einem gewissen Grad natürlich bewältigt und dann unmittelbar Zugang am Arbeitsmarkt und den Sprachkursen, dass diesen alle die Sachen, die strukturelle Integration wirklich vereinfacht haben. Natürlich, das heißt nicht, dass wir können das jedes Mal machen und das soll auch begleitet werden mit einer
generell, aber nicht unbedingt für diesen Fall, aber generell mit einem Solidaritätsmechanismus, die nicht jetzt in Rückkehr sich basieren, sondern mit einer verantwortlichen Verteilung von Gefluteten und auch aber natürlich dann die betrachtet, die diese Netzwerke von Geflüchteten auch, weil wir wissen wirklich, dass es sehr, sehr nützlich für Arbeitsmarktintegration, für sich wohlzufühlen sehr wichtig ist. Dass daher müssen wir sagen, dass das natürlich nie Teil des Debatten sind, aber soll es sein, weil wir haben jetzt gesehen, wie das anders laufen kann und anders solidarisch Asylpolitik. Kommen Sie bitte zum Ende. Entschuldigung. Ja. Danke sehr. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion CDU-CSU, Herr Kollege Seif. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sie haben zum Eingang der heutigen öffentlichen Anhörung zu Recht Bezug genommen auf den Schwerpunkt der Humanität in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Allerdings, was mir zu kurz kommt, auch in einigen Redebeiträgen, ist natürlich auch Ordnung und Steuerung. Sie haben das vorhin zutreffend gesagt, wir sind ein Aufnahmeland für Menschen mit einem Schutzanspruch. Das ist richtig. Wir müssen aber versuchen, die Kapazitäten auch nur denjenigen zuteil zukommen zu lassen. Und wir müssen auch die Aufnahmekapazitäten unserer Städte und Gemeinden europaweit berücksichtigen. Deshalb ist das GEAS wichtig und muss auch optimal sein, was Humanität und Steuerung angeht. Jenseits von dem, was hier heute legislativ auf dem Tisch liegt, wissen wir aber doch alle, dass die Umsetzung ein Riesenproblem ist, nämlich die Rechtsanwendung. Das fängt an bei der Erfassung und Registrierung. Das geht weiter bei den Aufnahmebedingungen, das haben einige ja auch zutreffend hier gesagt. Und das geht bis hin in die konkrete Ausgestaltung der Asylverfahren. Es ist hier immer nationalstaatliches Interesse erkennbar und es ist kein europäischer Ansatz da. Wir haben sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner und kein gemeinsames europäisches Asylsystem, das in der Lage wäre, hier auch wirklich funktionsgerecht zu arbeiten. Meine Frage an die Sachverständigen Daniel Thüm und Gerald Knaus. Was können wir tun, um diese Egoismen der Nationalstaaten zu überwinden und dass wirklich alle Mitgliedstaaten in der Europäischen Union ein Interesse haben, hier an einem gemeinsamen System zu arbeiten und nicht bei jeder Detailfrage danach zu gucken, wo ist unser nationalstaatliches Interesse, wo kommen wir am besten weg? Besten Dank. Herr Thüm, sind Sie gleich startklar, bitte sehr. Gut. Der gotische Knoten zu durchschlagen. Ich glaube, ich würde spontan in drei Schritten antworten. Der erste ist, weil Sie auch die Rechtsumsetzung angesprochen haben, dass wir darauf achten müssen, dass das, was da jetzt in Brüssel vereinbart ist, in der Praxis auch funktionieren kann. Und wenn man sich anschaut, was die Kommission vorgeschlagen hat, da ist das schon sehr komplex. Der Rat setzt da nochmal Komplexität drauf. Das Parlament wird morgen nochmal Komplexität draufsetzen. Und es besteht die Gefahr, dass dort, ich formuliere es jetzt mal bewusst pointiert, ein legislatives Monster entsteht, was dann kaum noch umsetzbar ist. Das wäre also der erste Schritt. Dass man schaut, dass das, was vereinbart wird, auch eine realistische Chance hat, umgesetzt zu haben. Das Zweite ist, dass man, und da bin ich jetzt eher auf der politischen Ebene, dass man versuchen muss, diesen Kontrast zwischen den Ersteinreisestaaten und den Zielstaaten zu überwinden. Wir haben ja letztlich zwei kontrastierende Bilder. Die NGOs verweisen immer darauf, überlastete Erstaufnahmestaaten. Die deutschen Kommunen verweisen dann auch völlig zu Recht darauf, dass die meisten dann doch weiter wandern. Das heißt, Italien ist in der Erstaufnahme überlastet, auf Dauer aber nicht, weil die Leute sind dann ja dauerhaft nicht da. Und das hat sich in den letzten 2-3 Jahren hochgeschaukelt zu einem Konflikt, der so weit ging, dass nachher Menschen wie Orban lächelnd am Rande standen und sich gefreut haben, dass sich die Nord- und die Südstaaten miteinander gefetzt haben. Man muss versuchen, hier einen Ausgleich zu finden und das läuft letztlich darauf hinaus, dass man schaut, wie man bei der Reform von Dublin Humanität und Ordnung, wenn man so will, oder auch die Interessen der Länder unter einen Hut kriegt. Und das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr, dass jetzt bei der Reform, die in Brüssel ansteht, Dublin ausgespart wird und dann letztlich das System in seiner Grundstruktur genauso dysfunktional bleibt, wie es aktuell ist. Und das heißt,
für Deutschland dann eben, dass sehr viele faktisch früher oder später nach Deutschland wandern. Und drittens, ganz, ganz schnell, mein dritter Punkt, die Mitgliedstaaten sind sich in einer Sache einig. Und da ist die Bundesregierung nicht an vorderster Front dabei bei der Einigung, aber das ist dann vielleicht auch egal irgendwann, weil sie keinen Außengrenzstaat vertritt. Und das ist die Kooperation mit Drittländern. Das heißt, es gibt schon eine Einigung und das wird massiv weitergehen, wenn die Reform scheitert. Vielen Dank. Herr Knaus, bitte, ebenfalls 2 Minuten. Ja, also auch, um da gleich anzuschließen, wenn wir irgendeine Chance haben wollen, die Erstankunftsstaaten, jetzt denke ich mal in Spanien oder Italien, zu überzeugen, auf humane Kontrolle zu setzen, dann muss so ein Konzept auch beinhalten, dass weniger Menschen sich in die Boote setzen. Und das bedeutet vollkommen logischerweise, der einzige Weg, das human zu erreichen, ist Kooperation mit Drittstaaten. Es gibt keine Alternative. Wir haben das gesehen, die Alternative zur Kooperation mit Drittstaaten in der Ägäis seit März 2020 ist Gewalt und Pushbacks. Und nehmen wir nur Italien und ein konkretes Beispiel. Wenn sich eine Gruppe von Staaten, Deutschland, Frankreich, die Benelux-Länder zusammentäten, mit einem Angebot auf Giorgia Meloni zugehen und sagen, sie kann nichts tun, wenn Boote mit Migranten, Flüchtlingen, Asylsuchenden die Türkei verlassen. Mittlerweile im letzten Jahr 20.000, die ankommen. Sie kann nichts tun, ohne dass wir mit der Türkei sprechen. Das ist die einzige Alternative. Dazu muss man der Türkei ein Angebot machen. Das Angebot kann sein, dass man wieder legale Wege bietet für syrische Flüchtlinge. Arbeitsangebote für Länder, die ihre reguläre Arbeitsmigration wollen. Also ein Paket für die Türkei, was dann auch beinhaltet, dass die Türkei die größeren Schiffe, die es von dort bis Italien schaffen, in ihren Häfen stoppt. Dann hätten wir ein gemeinsames Interesse zwischen Italien und einer Gruppe von Staaten im Norden Europas. So müssen wir vorangehen, das gleiche bei den Kanarischen Inseln. Was ist ein Angebot für den Senegal oder für Marokko zu kooperieren, die Leute zurückzunehmen, die mit den lebensgefährlichen Fischerbooten zu den Kanarischen Inseln fahren. Und da auf konkreter Ebene ganz konkret diskutieren, wie man hier etwas tun kann, ist der einzige Weg, diesen Interessenskontrast zu überwinden. Vielen Dank. Wir kommen zu Bündnis 90 Die Grünen, Herr Kollege Palke. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Danke an die Sachverständigen für ihre Zeit, die sie auch vorher schon investiert haben in die Gutachten. Das wissen wir alle, denke ich, sehr zu schätzen. 3 kleine Anmerkungen vielleicht vorher einmal. Ich bin sehr froh, dass der überwiegende Ton hier nochmal den Fokus legt, eben auf genau die inhaltliche Prüfung eines Asylantrags. Denn ich glaube, dieser Kern ist sowohl ein europäischer Wert als auch etwas, was uns als Europäische Union mit aller Humanität auszeichnet. Das Zweite, danke auch an Sie, dass Sie nochmal klar gemacht haben, welche Rolle oder eben auch welche Rolle Pull- und Push-Faktoren nicht spielen, dass das im Grunde ein Konzept aus den 80er Jahren ist, von dem wir uns in unserer Denkweise schon lange hätten verabschieden können. Und das Dritte, wir können gerne über Rechtsanwendung oder Rechtsnichtanwendung sprechen, aber dann müssen wir auch darüber sprechen, was eigentlich Griechenland tut und dass auch da möglicherweise schon lange ein Vertragsverletzungsverfahren hätte durch die Kommission eingeleitet werden müssen. Also auch die Rechtsnichtanwendungen müssen, glaube ich, auf den Tisch. Eine Frage an Frau Liebel hätte ich. Wie sollte die Bundesregierung im Rahmen der GEAS-Verhandlungen agieren? Welche in den Entwürfen enthaltenen Aspekte sollten Ihrer Meinung nach prioritär oder eben auch neu durch die Bundesregierung gestärkt werden? Und eine Frage an Herrn Braunsdorf von MSF in Griechenland, Polen und Litauen. Sind nationale asylverfahrensrechtliche Vorgaben in den letzten Jahren ja eingeschränkt worden. Es gibt dort geschlossene Zentren und Haftlager für Geflüchtete. Ist es Ihrer Einschätzung nach möglich, in solchen Verfahren an der Grenze unter Einhaltung aller asyl- und menschenrechtlich relevanten Standards überhaupt Asylverfahren durchzuführen? Danke. Ja, vielen Dank. Frau Liebel, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Wie wahrscheinlich schon aus der schriftlichen Stellungnahme und meinen Kommentaren ersichtlich ist, sehen wir die meisten Gesetzesvorschläge, die im Pakt beinhaltet sind, sehr kritisch. Wir gehen nicht davon aus, dass eine Einigung der Reformvorschläge zu einer Verbesserung des Flüchtlingsschutzes in Europa führen würde.
Uns ist allerdings natürlich auch bewusst, dass sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat nach Jahren der Verhandlungen anstrebt, einen Teil einer Einigung zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich ist, dass es zu einer teilweisen Einigung auf gewisse Gesetzesvorschläge kommen wird. Unserer Meinung nach sollte das basieren auf ein paar Prämissen. Die erste ist, dass die negativen Auswirkungen auf das Recht auf Asyl minimiert werden, im Besonderen hinsichtlich des Rechtsschutzes und der aufschiebenden Wirkung von Rechtsschutz, Zugang zu einer inhaltlichen Prüfung des Asylverfahrens und Schutz vor Zurückweisungen an den Außengrenzen. Der zweite Punkt, da geht es um die Funktionsfähigkeit des GS, was schon erwähnt wurde. Viele der Vorschläge, die im Moment diskutiert werden, sowohl im Rat als auch im Parlament, unterliegen einer diplomatischen Verhandlungslogik. Das kann man verstehen nach all diesen Jahren der Verhandlung. Aber ob diese dann wirklich umsatzfähig sind, ist höchst fragwürdig. Und gerade ein Land wie Deutschland würde extrem darunter leiden, wenn ein gemeinsames Asylsystem verabschiedet wird, das nicht funktionsfähig ist. Drittens, die Einigung muss auch eine Beendigung der Verhandlungen und der Reformprozesse beinhalten. Das sollte heißen, dass Gesetzesvorschläge, die nicht angenommen werden, zurückgezogen werden. Das ist essentiell, dass nach diesen Jahren der Verhandlungen die Priorität wieder auf die Einhaltung der Regeln gelegt wird. Das ist relevant nicht nur für die Rechte der asylsuchenden Personen, EU-Recht im Allgemeinen, aber auch das Vertrauen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten. Danke. Vielen Dank. Herr Braunsdorf, bitte. Vielen Dank für die Frage, die da war, ob man unter diesen gegebenen Umständen in den Haftzentren, auf den griechischen Inseln, rechtskonforme Asylverfahren durchführen kann. Und ich bin jetzt kein Jurist, ein Vertreter einer medizinischen Nothilfeorganisation. Das heißt, ich kann nur dazu sagen, wir haben in den letzten Jahren so viele Suizidversuche in diesen Lagern feststellen dürfen müssen. Ich glaube, es war im letzten Jahr hatten wir eine Prozentzahl von 6% unter den Insassen, 3% unter den Kindern. Wir hatten Suizidversuche von 6-Jährigen. Mir fehlt die Vorstellungskraft, dass unter diesen Bedingungen Asylverfahren durchgeführt werden können. Und mir fehlt auch die Vorstellungskraft, wie Ordnung, weil das Wort ja immer so viel verwendet wurde hier, Ordnung durch die jetzigen Reformen entlang der gesamten EU-Außengrenze geschaffen werden soll. Denn wir haben ja auch gehört, dass es ein Bürokratiemonster ist, was dort geschaffen wird. Also wie soll durch dieses Bürokratiemonster menschenwürdige Bedingungen geschaffen werden entlang der Außengrenze, die Menschen nicht krank machen, die psychische Probleme, die Menschen auf der Flucht schon hatten, nicht noch weiter verstärken? Wie sollen diese Bedingungen geschaffen werden mit einem Bürokratiemonster, was die Probleme auch praktischer Art und Weise, nämlich in den ganzen Verfahrenwirrwarr, das dann entstehen wird, gelöst werden können? Mir fehlt da die Vorstellungskraft, wie das passieren soll. Deswegen ist die einfache Frage nein. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das tatsächlich umgesetzt werden kann. Vielen Dank. Wir kommen zur Fraktion der AfD, Dr. Curio. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine beiden Fragen gehen an Professor Dr. Thüm. Einmal zum Thema Innovationen im System und dann zum Funktionieren von Regelungen, Stichwort Italien, Griechenland. Wir haben eingangs gehört, wir brauchen Innovationen im System in der Einleitung. Wir haben dann gehört von Herrn Professor Dr. Koopmans, es führt faktisch nichts vorbei an der Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU. Das dürften wohl solche sein, die die Einhaltung der internationalen Rechtsstandards glaubhaft zusichern können. Genannt werden Senegal, Tunesien, Moldau. Müssten dann nicht diese Länder, bei Senegal ist schon der Fall, Tunesien, Moldau, mindestens in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten aufgenommen werden? Und wie würden Sie generell dieses Modell kontrastieren mit dem Verfahren der Vorasylprüfung an den Außengrenzen, wie es konkret an den Flughäfen gemacht wird, kontrastieren im Sinne eines Vergleichs von Vor- und Nachteilen rechtlich und pragmatisch?
Zum Zweiten das Funktionieren der Regelungen. Griechenland, da ist jetzt vor der Überstellung immer eine Zusicherung einzuholen, dass der zu überstellende Asylbewerber gemäß EU-Recht behandelt wird, obwohl eigentlich EU-Recht von Mitgliedstaaten ohnehin zwingend zu befolgen ist. In der Praxis führte das dazu, dass von über 9000 Übernahmeersuchen Deutschlands in Griechenland letztes Jahr es zu keiner Überstellung kam. Griechenland gab die nötige Zusicherung, EU-Recht zu befolgen, in keinem Einzelfall ab. Bei Italien sind jetzt viele Staaten, inklusive Deutschland, ja der Auffassung, es habe die Dublin-Verordnung quasi einseitig aufgekündigt, indem es Überstellungen pauschal ablehnt. Frage, welche rechtlichen Möglichkeiten hätte denn Deutschland hier zu reagieren? Ist das Dublin-System nicht ein System auf Gegenseitigkeit, wenn es hier einfach de facto einseitig suspendiert wird? Oder müsste die Kommission als Hüterin der Verträge nicht gegen beide Staaten umgehend Vertragsverletzungsverfahren einführen, wie es ja sonst gegenüber Polen und Ungarn geschieht? Regelungen müssen ja auch rechtssicher sein. Nur zur Sicherheit, beides an Herrn Thüm. Ja. Vielen Dank, Herr Curio. Zu den Innovationen im System. Ich glaube, wenn wir über diese Drittstaatsverfahren reden, müssen wir zwei Elemente unterscheiden. Erstens, was passiert, wenn die Leute an den Außengrenzen ankommen, also der europäische Teil der Drittstaatsverfahren. Weil anders als die USA können wir es uns nicht so einfach machen, Asylanträge nicht mehr anzunehmen. Wir sind an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden. Und das heißt, dass jedenfalls ein rudimentäres Asylverfahren in Europa durchgeführt werden muss. Und die zweite Frage ist dann, was passiert in Drittstaaten? Habe ich 4 Minuten oder 2? 4. Okay, gut. Entschuldigung. Und wenn ich mich ganz kurz auf den ersten Teil konzentriere, da geht es genau um das, was heute schon angesprochen wurde. Da geht es um die Frage, was ist mit dem Rechtsschutz? Ist der einstweilig oder darf man dauerhaft bleiben? Ist zur Hauptsacheentscheidung. Da geht es um die Frage, wie sind die sicheren Drittstaatsklauseln ausgestaltet, was Frau Judith angesprochen hat. Also all diese Fragen sind da diskutiert. Deswegen eine Umsetzung einer solchen Innovation, selbst wenn man sie wollte, erforderte, dass man im ersten Schritt die europäischen Asylverfahren mit einer Reform neu aufstellt. Da sind Vorschläge auf dem Tisch, die jetzt einigen gefallen, einigen nicht gefallen, aber man muss diese Reform diskutieren. Das ist der notwendige erste Schritt. Und erst dann kann man im zweiten Schritt sich die Frage stellen, was kann man in Drittstaaten machen? Rein theoretisch kann man rechtskonform solche Drittstaatsverfahren durchführen. Es ist aber rechtlich, aber auch praktisch und politisch mit extrem vielen Schwierigkeiten behaftet. Rechtlich deswegen bei Deutschland, anders als Australien oder die Vereinigten Staaten, auch an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden sind. Da gibt es höhere Standards. Praktisch stellen sich eine ganze Reihe von Fragen. Wer betreibt solche Lager? Was für Verfahren gelten dort? Die europäischen Standards oder die niedrigeren internationalen Standards? Was passiert, wenn jemand direkt im Lager einen Asylantrag stellt? Es würde ja in gewisser Weise einfacher werden, einen Asylantrag zu stellen, wenn man gar nicht erst einen Schlepper bezahlen muss, um nach Italien zu kommen, sondern gleich im Lager in Tunesien einen Antrag stellt. Was passiert nach dem Asylverfahren? Würden dann die mit Schutz resettelt oder nicht oder zurückgeführt? Das wäre das Erste. Zu den Drittstaatsverfahren, also lauter Fragen. Und politisch haben wir das Problem, Drittstaaten überzeugen zu müssen. Zu dem zweiten Aspekt der Innovation der praktischen Funktionsweise und den Rechtsmissachtungen, die es auf vielen Ecken gibt, an vielen Ecken gibt im europäischen Asylsystem. Mein Vorgänger Karl Heilbronner hat mal die These vertreten, dass wie im klassischen Völkerrecht die Nichtbeachtung der Dublin-Verordnung durch andere Länder dazu führt, dass auch Deutschland sich nicht mehr dran halten muss. Nach meiner festen Überzeugung ist es mit dem europäischen Recht und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht vereinbar, weil dieser Reziprozitätsgedanke im Europarecht nicht gilt. Es bleiben damit all die Mechanismen, die Sie selber angesprochen haben. Die Kommission könnte ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Theoretisch könnte das auch Deutschland tun über 259. Nur da kann ich die Kommission offen gesagt relativ gut verstehen, dass sie das in der aktuellen Situation nicht macht. Herr Seif hat es vorhin angesprochen, wie wichtig es ist, dass man ein gemeineuropäisches Interesse in das Zentrum der Verhandlungen stellt. Und wenn jetzt die Mitgliedstaaten gegeneinander oder auch die Kommission gegen die Mitgliedstaaten vor Gericht vorgeht, dann würde das die Suche nach so einem gemeineuropäischen Interesse schon deutlich erschweren. Und von daher ist es vielleicht eines der ja, vielleicht dann doch auch Paradoxe, von denen das europäische Asylrecht lebt, dass wenn es funktionieren soll und auch wenn es in den Restriktionen, die ja durchaus enthalten sind, in einem reformierten Dublin-System funktionieren soll, lebt es davon, dass die Mitgliedstaaten doch irgendwie bereit sind, das Recht umzusetzen, weil Kommission
und auch der Gerichtshof alleine offensichtlich nicht in der Lage sind, in Ländern, die im größeren Umfeld sich nicht ans Recht halten, das umzusetzen. Das heißt, ein gewisses Element der Freiwilligkeit und auch der Rechtsbefolgung gehört dazu. Und das wird man nicht allein mit judikativen oder rechtlichen Mitteln lösen müssen, sondern dafür muss man ein Vertrauen aufbauen, so wie Herr Seif das vorhin gefragt hat. Besten Dank. Dann kommen wir zur FDP, Kollege Thomi. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie heute Nachmittag uns Rede und Antwort stehen. Ich habe eine Frage an Professor Koopmans und eine Frage an Professor Thüm. Meine Frage an Herrn Koopmans ist folgende. Ihre Grundannahme, wenn ich es richtig verstehe, ist die, dass Sie sagen, die allermeisten von denen, die es nach Europa schaffen, die können hier bleiben, und zwar egal, ob sie jetzt die Kriterien für Asyl oder Flüchtlingseigenschaft nach der GfK erfüllen oder nicht. Und wer es nicht nach Europa schafft, weil er vielleicht nicht von zu Hause wegkommt oder unterwegs in der Wüste auf dem Meer stirbt, dem hilft unser ganzes Asylrecht nichts und auch die Genfer Konvention nichts, weil er eben nicht hierher kommt. Und deswegen kommen Sie zu dem Punkt, dass Sie sagen, wir müssen Kontingente einführen, damit wir die Menschen, die wirklich in Not sind und die Gewalt erleiden, auf sicherem Weg hierher kommen können, ohne durch die Wüste und übers Meer zu müssen. Aber trotzdem bleibt ja noch, dass das individuelle Asylrecht ein Kernbestand unseres Verfassungsrechts ist und des europäischen Rechts, des internationalen Rechts. Und deswegen ist meine Frage an Sie, bringt dann die Kontingentlösung überhaupt etwas zur Begrenzung irregulärer Migration? Funktioniert das System trotzdem, dass man sagt, gut, es kommen eben nicht mehr so viele Menschen, keine mehr durch die Wüste und übers Meer und riskieren dort ihr Leben und Freiheit und Gesundheit, wenn wir solche Kontingente einführen? Das ist meine Frage an Sie, funktioniert das System trotzdem? Meine Frage an Herrn Professor Thüm ist, in Ihrer Stellungnahme führen Sie aus, dass Frontex und auch die EUA keine eigenen Zuständigkeiten haben und keine eigenen Verfahren betreiben können, dass also praktisch die Kommission eine supranationale Lösung nicht verfolgt. Und das wäre meine Frage an Sie, was schwebt Ihnen da vor? Also welche Verfahren, vor allem nach welcher Rechtsordnung, sollten denn Frontex und EUA betreiben? Nach der Rechtsordnung des Ersteintrittslandes, nach einer eigenen europäischen Rechtsordnung? Wie funktioniert das eigentlich? Was für Verfahren sind es und welche Zuständigkeiten würden Sie Frontex und EUA zuweisen? Ja, vielen Dank. Da wir absehbar in der Sachverständigenanhörung nichts zu feiern haben werden, können wir wenigstens der Kollegin Gülistan Yüksel zu ihrem Geburtstag gratulieren und diesen jetzt feiern. Zur Beantwortung der Fragen. Herr Professor Koopmans beginnt. Ja, vielen Dank für die Frage. Sie haben gefragt, was eine Kontingentlösung für die Reduzierung der irregulären Migration bedeuten könnte. Darauf kann man meine Antwort kurz sein. Also migrationssoziologisch gesehen gar nichts, weil die Schaffung von neuen regulären Wegen der Migration im Allgemeinen nicht zu einer Reduzierung der irregulären Migration führen wird, sondern eher das Gegenteil bewirken wird. Das eiserne Gesetz der Migration ist das der Kettenmigration. Je mehr Menschen aus einer bestimmten Region schon irgendwo sind, je mehr werden auch kommen. Das heißt, es bewirkt da erstmal nichts im migrationssoziologischen Sinne, aber es kann was Großes bewirken im politischen Sinne. Also, dass die Debatte um Asyl- und Flüchtlingsrecht lebt von gegenseitigen Blockaden von verschiedenen politischen Lagern. Und die könnten zu einer Einigung kommen, wenn wir vereinbaren, dass wir das, was wir schaffen, über was ich vorschlage, eine Verlagerung von Asylverfahren in Drittstaaten, kann man jetzt vieles im Detail darüber diskutieren, das habe ich auch teilweise mit Herrn Thüm schon gemacht, aber wenn man das schafft, dann, wenn die Absprache ist, dass man alles, was man dadurch einspart, was man zurück, wenn es gelingt, die irreguläre Migration zurückzudrängen, wenn man vereinbart, dass man dafür dann Kontingente schafft, dann kann man auch die Ziele derjenigen sozusagen, die eher mehr Fluchtmigration wollen, die Schutzbedürftige mehr helfen wollen, bedienen. Wenn man sich einfach mal, wenn man mal bedenkt, das Ziel des Asylrechts ist eigentlich, so viel möglich Schutzbedürftige zu helfen, als wir mit unseren Kapazitäten können. Und diese Kapazitäten sind nicht unbegrenzt. Wenn wir es schaffen würden, Menschen über Kontingente, und das sind dann alles nur Schutzbedürftige aufzunehmen, in den gleichen Zahlen wie jetzt, und dabei die irreguläre Migration zu reduzieren, dann hätten wir mehr Humanität geleistet, als wir es jetzt tun.
Professor Thüm. Vielen Dank, Herr Thome. Im allgemeinen Diskurs gibt es heute häufig so narrativ, nicht in Ihrer Frage, aber im allgemeinen Diskurs, wir haben all die Vollzugsdefizite und Dysfunktionalitäten und da ist doch eine schöne Lösung, wir lassen es die Europäer selbst machen, die europäischen Agenturen, dann haben wir das Problem gelöst. Ich glaube, das wäre viel zu einfach, weil sich genau die Fragen stellen, die Sie in der Frage mir sozusagen präsentiert haben. Und da ist analytisch letztlich die Antwort schon enthalten. Selbst wenn wir sagen, dass Frontex und die Asylagentur künftig Teile der Verfahren übernehmen oder auch eine Entscheidung treffen, dann stellt sich genau die Frage, die Sie gesagt haben, ist es da eine europäische Entscheidung oder trifft hier Frontex eine Entscheidung im Namen des Mitgliedstaats? Und es gibt eine Konstellation, wo in der aktuellen Frontex durch Verordnung bereits sowas vorgesehen ist. Frontex kann im Auftrag des Landes für dieses Land Rückführungsentscheidungen erlassen in bestimmten Konstellationen oder Nichtzulassung zum Staatsgebiet, Artikel 14 Grenzkodexverordnung für die Spezialisten. Das ist dann aber ein Handeln anstelle des Staates, eine Stellvertretung juristisch gesprochen und das heißt, dass dann Rechtsschutz vor den nationalen Gerichten gewährleistet sein muss, weil das ist, wie ich in Brüssel immer mal wieder gehört hatte, sogar die Hauptsorge seitens der Europäischen Kommission ist nicht so sehr, dass man Frontex oder EASO, also der heutigen Asylagentur, Befugnisse gibt, sondern wie man dann anschließend den Rechtsschutz organisiert. Man hat die Sorge, wenn der Rechtsschutz in Luxemburg stattfinden müsste, was bereits logistisch keinen Sinn macht, dass dann das ganze System kollabierte. Also von daher, Agenturen sind keine Zauberlösung, mit denen man alles den Knoten durchschlägt, sondern die sind letztlich nur ein Beitrag, wo sich genau diese Fragen dann stellen. Und ich fand es immer spannend, dass die Kommission anders als die Bundesregierung, die alte Bundesregierung in ihren Vorhaben 2018-19 oder Vorschlägen 2018-19 den Gedanken einer wirklich eigenständigen Rolle der Agentur nicht aufgegriffen hat. Und meine Vermutung ist nach wie vor, Frau Gmeinder, verzeihen Sie es mir, dass ich es so sage, dass die Kommission dann immer noch die Möglichkeit hat, im Zweifelsfall zu sagen, der Fehler liegt bei den Mitgliedstaaten und sie muss politisch keine Eigenverantwortung übernehmen, Thüm. Weil ich glaube nicht, dass die Kommission das notwendigerweise sehr viel besser hinbekäme. Danke. Vielen Dank. So, die erste Runde schließt die Kollegin Bünger für die Fraktion Die Linke ab. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und ich freue mich, dass die Sachverständigenanhörung heute stattfindet, für die wir uns ja auch sehr lange eingesetzt haben und über den sehr weitgehenden fachlichen und guten Input. Meine zwei Fragen würde ich an Frau Judith richten, zum einen zur Auslagerung des Flüchtlingsschutzes in Drittstaaten und einmal in Bezug auf das geplante Grenzverfahren. Frau Judith, danke für Ihre drei sehr klaren Kernprobleme, auf die Sie verweisen. Und ich möchte noch mal auf das zurückkommen, was ja auch im politischen Raum in der letzten Zeit besonders von rechter Seite gefordert, aber auch unter anderem von Herrn Koopmans vorgetragenen Vorschläge zu einer Aufkündigung des internationalen Flüchtlingsschutzes bzw. einer sogenannten australischen Lösung eingehen. Ein Zugang zum Asylverfahren soll demnach ja nicht mehr individuell gegeben sein, sondern nur noch im Rahmen von Kontingenten, so wie es auch der Kollege von der FDP angesprochen hat. Für mich klingt das so ein bisschen so, als wären das nur noch Subjekte, gar nicht mehr individuelle Personen, um die es geht. Und eine Frage an Sie wäre, wie bewerten Sie das rechtlich und wie soll das in der Praxis umgesetzt werden? Und was wären die tatsächlichen Folgen davon? Und inwieweit würde eine ausgeweitete, sichere Drittstaatenregelung in eine ähnliche Richtung gehen? Und meine zweite Frage zum Grenzverfahren. Können Sie noch mal näher auf das geplante Grenzverfahren eingehen? Wie ist eine faire Asylprüfung unter, ja, sagen wir, oder Sie haben es ja vorgetragen, faktischer Haft, wie es ja auch auf den griechischen Inseln derzeit praktiziert wird. Wie ist das überhaupt möglich? Und wie kann das Kindeswohl überhaupt berücksichtigt werden? Und wie sieht es da insbesondere bei vulnerablen Personen aus? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Judith. Sie haben 4 Minuten. Ja, vielen Dank. Ich würde gern, um einen Einschub zu machen, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig, auch ein bisschen auf einen Aspekt eingehen, der gerade bei Herrn Thome in der Frage ein bisschen aufkam, nämlich, wer kommt eigentlich nach Europa? Und wenn wir uns die Zahlen angucken, dann kommen sehr viele Menschen nach Europa, die einen Schutzbedarf haben und die hier als Flüchtlinge oder anderweitig schutzberechtigt anerkannt werden. In Europa haben wir ungefähr eine Schutzquote von 50% und da zählen aber ja auch Länder rein wie Griechenland, die eben reihenweise Syrer oder Afghanen als unzulässig ablehnen. Wenn wir nach Deutschland gucken, dann hatten wir letztes Jahr eine Rekordschutzquote von 70% inhaltlicher Entscheidungen. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass Asylverfahren ausgelagert werden sollen, dann reden wir also davon, dass genau diesen Menschen ein solcher Schutz verwehrt werden soll.
Ich möchte noch mal betonen, was auch schon Herr Thüm eigentlich gesagt hat. Der Grundsatz bleibt, wir brauchen eine Prüfung, bevor ein Mensch abgeschoben wird. Ansonsten würde die EU sich aus der Genfer Flüchtlingskonvention zurückziehen und letztlich auch von der Europäischen Menschenrechtskonvention verabschieden, so wie es ja gerade in Großbritannien diskutiert wird. Also auch wenn da vielleicht gerade keine Pushbacks stattfinden, dann sind doch die Diskussionen, die in UK geführt werden, wirklich extrem problematisch und UNHCR hat sich da ja auch zum Beispiel entsprechend positioniert. Also erstmal ist der Standpunkt, es muss eine Prüfung in Europa stattfinden. Das heißt, entsprechend würden eben auch die Grenzverfahren, Diskussionen etc. weiter von Relevanz bleiben, wie die ausgestaltet sind. Die eine Frage ist eben, was müssen sichere Drittstaaten erfüllen? Aktuell ist eigentlich unserer Meinung nach eben schon vorgesehen, dass die Menschen einen Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention bekommen müssten, dass sie eben vor willkürlichen Abschiebungen in ihre Herkunftsländer zum Beispiel geschützt sind. Aber auch da haben wir jetzt eben schon in der Praxis gesehen, wie in Griechenland bezüglich der Türkei, dass diese Kriterien eben nicht eingehalten werden, weil die Türkei hat die Genfer Flüchtlingskonvention nur mit einem sogenannten geografischen Vorbehalt anerkannt. Da ist eben schon ein bisschen dann die Vermutung, dass wenn jetzt vorgeschlagen wird, dass die Genfer Flüchtlingskonvention eben keine Voraussetzung mehr sein soll, dass eben solche Deals wie mit der Türkei, da gibt es ja eine Kooperation an sich auf dem Papier, eben befeuert werden sollen. Wenn vorgeschlagen wird, dass es gar keine Verbindung mehr, also noch nicht mal nur den Transit, was ja alleine schon wirklich wenig ist, um von jemandem zu verlangen, in diesem Land für immer zu leben, vorgeschlagen wird, dann eröffnet das wirklich Tür und Tor dafür, dass eben auch Europa sich überlegen kann, mit Ruanda oder anderen afrikanischen Ländern solche Deals zu machen. Und da muss man sich ja auch immer wieder fragen, haben diese Länder überhaupt ein Interesse daran? Geht es hier nicht eigentlich immer nur um die europäischen Interessen, die gepusht werden? Und auf welche Partnerschaften lässt sich die EU letztlich ein? Denn da ist ja auch die Türkei, denke ich, ein wirklich sehr prägnantes Beispiel, wo die EU sich letztlich selber in einer Abhängigkeit begeben hat, die auch durchaus genutzt werden von dem Land. Vielleicht kurze Fragen. Ich habe dann noch, das sind jetzt schon die 4 Minuten laufen. Ah, okay. Alles klar. Dankeschön. Genau. Und um deswegen den Schwenk zu machen, es ist entscheidend, wie auch die Qualität an den Außengrenzen ist. Insgesamt reden wir von bis zu 6 Monaten, also 5 bis 10 Tagen Screening, 12 Wochen Asylgrenzverfahren, wobei das ja auch in der Krise, Instrumentalisierung auf bis zu 5 Monate ausgeweitet werden könnte und noch ein anschließendes Rückführungsgrenzverfahren. Es wurde schon ausgeführt, Menschen sind in diesen Grenzsituationen in einer Extremsituation, sie sind psychisch extrem belastet und es ist eben annehmbar, dass sie unter Haftbedingungen leiden würden. Und schon jetzt wird zum Beispiel vorgesehen in den Beschlüssen des Rats zur Asylverfahrensverordnung, dass auch der Zugang von NGOs stark begrenzt werden könnte. Das ist auch wieder, was unsere Kollegen, die Anwälte in Griechenland schon jetzt erleben. Entweder sie werden selber nicht reingelassen in die Camps oder die Dolmetscher werden nicht reingelassen und so kann effektiv keine Rechtsberatung stattfinden. Ich denke, grundsätzlich muss man sich auch noch mal fragen bei der Reform. All das, was jetzt zu Zeiten, wo keine Mehrheiten potenziell für menschenrechtskonforme Politik gefunden werden, das Recht, was jetzt geschaffen wird, wird aber auf Jahre bestehen bleiben. Also das kann auch von anderen Regierungen genutzt werden, die entsprechende Politik fahren wollen, wenn es zum Beispiel um die Auslagerung vom Flüchtlingsschutz geht. Dankeschön. Herzlichen Dank. So, das war die erste Runde. Und wir haben Zeit für eine zweite Runde. Gleiche Spielregeln. Ich sehe keine weiteren Hinweise, dann können wir eintreten und die SPD teilt die Redezeit zwischen Herrn Demir und Herrn Lindt bei gleicher Redezeit. In der Hoffnung der Verdopplung des Fragerechts. Deswegen habe ich es gerade. Alles gut. Genau, wir fragen jeweils eine Frage. Deswegen. Alles klar, vielen Dank. Eine Frage habe ich an Frau Geminder von der Europäischen Kommission. Wir haben uns auch in Athen kennengelernt, weil wir hier jetzt auch was zu der Problematik der Sekundärmigration gehört haben. Kleine Einordnung. Die Menschen, die in Griechenland eine Anerkennung bekommen als Geflüchtete, bekommen nahezu keine Leistungen, keine sozialen Leistungen. Und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich alle Menschen hier auch hier in diesem Raum vor diesem Hintergrund wahrscheinlich auch weiterziehen würden. Das vielleicht erstmal nur zur Einordnung. Ich würde Frau Geminder fragen, was Sie oder Sie als Vertreterin der EU-Kommission
dagegen tut? Welchen Einfluss hat sie gerade auf Griechenland, damit dort auch soziale Leistungen bezahlt werden können? Und dann würde ich an Herrn Lind abgeben. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Knaus. Die Arbeitshypothese meinerseits ist, dass das gerade von Ihnen vertretene Konzept von Migrationsabkommen, Reduktion irregulärer Migration und legaler Migration wegen von einigen absichtlich oder unabsichtlich nicht verstanden wird. Zwar in Bezug auf die Annahme, dass ad hoc massive Abschiebungen der Königsweg wären, in Bezug auf eine fehlende Unterscheidung zwischen auf Vergangenheit beruhender Jetzt-Situation und perspektivischer Entwicklung, also Differenzierung zwischen Jetzt und Zukunft und drittens auch unter komplexen Vorstellungen von Migrationsabkommen. Deshalb wäre meine schlichte Bitte und Frage, können Sie da notwendige Aufklärungsarbeit leisten? So, vielen Dank. Dann Frau Gminder bitte nach Brüssel. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, Herr Demir. Wir haben Sie in der Tat in Athen getroffen. Und ich möchte vielleicht noch mal sagen, mit allen Ihren Beiträgen vorher, eine Sache ist ganz sicher. Es ist sehr wichtig, dass A, jeder, der nach Europa bekommt, unter unseren Vorschlägen weiter ein Anrecht hat auf eine individuelle Asylprüfung. Die wird nach wie vor vom Nationalstaat gemacht, aber mit großer Unterstützung der EU-Agenturen. Wir haben ein Screening-Verfahren vorgeschlagen, weil nicht jeder, der an der Grenze ankommt, auch Asyl verlangt und beansprucht, sondern es nicht immer Anträge darauf gibt. Und wir haben ein Grenzverfahren vorgeschlagen, um diejenigen, die unter 20% und eine Schutzquote haben, die würden drunter fallen. Und da gäbe es Ausnahmen für alle Vulnerablen und auch für Familien und natürlich für unbegleitete Kinder. Es ist also ein sehr begrenztes Verfahren, aber es ist gerichtet auf die, die nicht unbedingt an der Grenze nach Asyl fragen, weil es uns ganz wichtig ist, dass das Asylrecht erhalten bleibt. Auf die Frage Griechenland, es ist einige Male schon erwähnt worden, die Kommission hat auch Mitarbeiter in Athen und auf den Inseln. Die neuen Camps auf den Inseln in Griechenland sind keine Haftanstalten. Sie haben aber eine Haftanstalt, die dran grenzt. Die wird nur auf Kos betrieben. Dort ist es eine Abschiebehaftanstalt. Die übrigen Camps sind offene Camps, wo man rein und rausgehen kann, wo auch NGOs tätig sind und auch unsere Asylagentur und die UAAA. Was das Sozialangebot für die anerkannten Schutzbedürftigen angeht, ist das in der Tat in Griechenland ein Problem. Nach der Qualifikationsrichtlinie der EU müssen anerkannte Asylbewerber gleich behandelt werden wie Einheimische. Allerdings gibt es nach unserer Meinung Diskriminierung in Griechenland, weil Einheimische längere Aufenthaltszeiträume in Griechenland haben, was natürlich zugereiste Drittstaatenangehörige nicht haben. Und deswegen haben wir dort ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das ist erst jüngst passiert und warten jetzt auf die Antwort Griechenlands und werden das dann auch mit Nachdruck weiterverfolgen. Vielen Dank. Wir wechseln zu Herrn Knaus. Ja, vielen Dank. Vielleicht erkläre ich, wie ein Migrationsabkommen aussehen könnte, gleich anhand dessen, was ich hier in London gerade bespreche mit Politikern. Wir haben zwei sichere Staaten, Frankreich und Großbritannien. Beide haben die Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Frankreich ist eines der Länder der Welt, das am meisten positive Asylentscheidungen trifft. Trotzdem gibt es die irreguläre Migration, wo Schmuggler 2.000, 3.000, 4.000 Euro von Personen nehmen, sie auf Plastikboote setzen und losschicken. Eine Einigung, die erfolgreich wäre und die eine Überführung nach Ruanda überflüssig machen würde, wäre, dass Frankreich oder eine Gruppe von Staaten, denn es muss schnell gehen, ansonsten wird die Zahl weiter steigen, Großbritannien anbieten, ab einem Stichtag jeden zurückzunehmen. Dann muss Großbritannien im Rahmen seines Gesetzes und seiner Regeln entscheiden, welche Prüfungen notwendig sind, Zulässigkeitsprüfungen. Aber dass Frankreich sicher ist, werden englische Gerichte nicht in Frage stellen. Wenn das ab einem Stichtag funktioniert und wenn die Rückführungen nach Frankreich schnell erfolgen würden, dann würde Frankreich entlastet sein, müsste nicht hunderte Polizisten mehr an die Grenze schicken, was sowieso nicht funktionieren wird. Und die Zahl der Menschen, die den Ärmelkanal überqueren, würde fallen. Warum sollte Frankreich oder Deutschland zusammen mit Frankreich so etwas anbieten? Wenn man im Gegenzug vom Vereinigten Königreich fragt, dass dieses pro Jahr 40.000 in Frankreich, in Deutschland, in der EU lebenden Flüchtlingen, die den Wunsch haben, nach Großbritannien zu gehen, oder Asylantragstellern, die eine Verbindung zu Großbritannien haben, aufnimmt. Also legale Wege, Rückführungen ab einem Stichtag
um das Schmugglermodell zu zerstören. Und dort, wo es sichere Staaten gibt, kann man solche Lösungen finden, die nicht gegen die Flüchtlingskonvention oder Menschenrechte verstoßen. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass wir dazu natürlich sichere Staaten brauchen. Ja, vielen Dank. Herr Seif, bitte wieder für die Union. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen an Beate Gminder. Und zwar haben Sie in Ihrer schriftlichen Vorbereitung ausgeführt, gemeinsames europäisches Asylsystem gestützt auf vier Säulen. Unter Säule 2 beschreiben Sie die verschiedenen Datensysteme und Registrierung. Also dazu gehören das Schengener Informationssystem, das Einreise-Ausreisesystem, das europäische Reiseinformations- und Genehmigungssystem. Sie beschreiben die Interoperabilität, wie wichtig die ist, und natürlich auch Eurodac, also die Erfassung von Asylbewerbern. Wenn Sie mal kurz beschreiben, wie ist der Verfahrensstand und vor allem, wie setzt die Europäische Union in der Zukunft durch, wenn Sie feststellen, dass Mitgliedstaaten sich nicht dran halten? Denn es handelt sich um ein erhebliches Sicherheitsrisiko, wenn Personen, die in die Europäische Union kommen, nicht erfasst werden. Vierte Säule, wir haben, glaube ich, alle das gesagt und sind der Meinung, die Zusammenarbeit mit Drittländern ist sehr wichtig. Unterstützung der Partnerländer auch im Bereich Grenzmanagement und vor allen Dingen auch gegen Schleusung von Migranten, aber auch Bekämpfung der Fluchtursachen, Rückübernahmeabkommen und natürlich auch, und der Herr Lindt grinst, Migrationskooperationen. Die sind total wichtig für ein funktionierendes System, dass wir auch dieses Nicht-Funktionieren in der Zukunft aufbrechen. Aber es ist natürlich nicht nur ein Anteil der EU, der geleistet werden muss, sondern auch der Mitgliedstaaten. Wie stellen Sie sicher, dass Kapazitäten und Möglichkeiten der Mitgliedstaaten genutzt werden, um hier gemeinsam mit der EU möglichst schnell diese Migrationsabkommen auf- und auszubauen? Denn es dürfen keine Parallelstrukturen entstehen. Es wäre gut, wenn wir hier unsere Kräfte bündeln. Vielen Dank. Ja, danke. Frau Gminder, Sie haben 4 Minuten. Ja, danke für die Fragen. In der Tat ist es für uns sehr wichtig, dass die Grenz-IT-Systeme miteinander verknüpft sind, und wir arbeiten da auch sehr dran. Die Idee ist, und das ist auch bereits alles verabschiedet, dass sie ab November in Kraft treten und dass dann vor allem jeder, der mit einem Visum ein- und ausreist, registriert wird, sodass wir ganz genau wissen, wer sich in der Europäischen Union befindet. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Die Eurodac-Verordnung befindet sich im Verhandlungsprozess, ist im Moment im letzten Gespräch, im sogenannten Trilog zwischen dem Rat und dem Parlament. Und dort wird die konkrete wichtige Neuerung sein, dass nicht nur Anträge registriert werden, sondern dass Personen registriert werden, sodass wir dann daraufhin wissen, welche Menschen genau in der EU Asyl beantragt sind oder irregulär eingereist sind und damit eine klarere und bessere Datenlage haben. Dies durchzusetzen ist eine sehr wichtige Aufgabe, die wir auch jetzt schon versuchen. Eine Möglichkeit sind die Schengen-Evaluierungs-Überwachungsmissionen, die die Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten regelmäßig umsetzt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich die schon erwähnten Vertragsverletzungsverfahren. Aber es gibt immer mehr auch Grenzen dieser Vertragsverletzungsverfahren. Wir haben mit Ungarn verschiedene schon bis zum Gerichtshof durchgeführt. Und Ungarn hat trotzdem immer noch kein Asylrecht eingeführt, und wir befinden uns jetzt in der Beantragung von Strafbezahlungen. Wenn es um die Zusammenarbeit mit Drittstaaten geht, sind wir natürlich der Meinung, je mehr wir zusammenarbeiten als Team Europa, desto effizienter und effektiver sind wir. Und ich kann ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Wir haben den Visa-Hebel benutzt bei Gambia, und haben also Gambia alle zusammen im Rat beschlossen, dass es bei Gambia bei Visa-Erleichterungen nicht mehr so umgesetzt werden wie beschlossen. Daraufhin hat Gambia angefangen, Rückführungen wieder aufzunehmen und zu gestatten. Wir denken, dass wir das alle gemeinsam zusammen in Rückführabkommen, die zum Teil mit der EU bestehen, zum Teil durch einzelne Mitgliedstaaten bestehen, weiter intensiv betreiben sollten, um eben auch
nicht nur eben Partnerschaft mit der Perspektive Rückführung, sondern auch Partnerschaft mit der Perspektive legale Migration zu schaffen. Weil wir haben als Europa auch ein ganz großes Interesse, legale Migration zu ermöglichen und sind darauf angewiesen, dass Arbeitskräfte zu uns kommen und dort auch integriert werden. Und da von Anfang an eine gemeinsame Kooperation mit einem Drittstaat aufzubauen, ist für uns ein entscheidendes Ziel. Danke. Herr Palke, bitte, für die Grünen. Herzlichen Dank. Vielleicht einmal vorneweg. Ich finde es etwas seltsam, die Kommission als Sachverständige zu hören. Denn wenn wir die Kommission nach ihrer Meinung fragen, dann laden wir die Kommission ein. Und in einer Sachverständigenrunde laden wir eigentlich externe Experten ein, die dann hinterher nicht ihre eigenen Gesetzesentwürfe hier kommentieren. Das ist eine Konstellation, die mir zugegebenermaßen etwas neu und etwas befremdlich erscheint. Die erste Frage, die ich hätte, wäre an Frau Josephine Liebel. Wir haben in der Vergangenheit oft, ja auch schon zu Seehofer-Zeiten, über Verteilung und Solidaritätsmechanismus in der EU gesprochen. Glauben Sie, der Ansatz der flexiblen Solidarität, so wie er jetzt aktuell im Rat auch beraten wird, ist dazu in der Lage, genau diesem Bedarf nach Solidarität und Lastenteilung innerhalb der EU gerecht zu werden, insbesondere wenn Sie die Prozesse jetzt gerade um den sogenannten Solidaritätsmechanismus, den VSM, Voluntary Solidarity Mechanism, betrachten? Und dann die zweite Frage an Herrn Braunsdorf von Ärzte ohne Grenzen, MSF. Sie arbeiten ja dort in den Staaten, mit denen auch Abkommen bestehen, sind dort vor Ort aktiv. Was ist Ihr Fazit aus der Arbeit dort? Was sind Ihre Learnings und was erleben Ihre Teams praktisch dort jeden Tag? Vielen Dank, Frau Liebel. Ja, vielen Dank für die Frage. Zur Diskussion zum Solidaritätsmechanismus und vielleicht auch anschließend zu meiner letzten Antwort zu den Empfehlungen für die Bundesregierung und diesen Mini-Deals. Unserer Meinung nach und dadurch, dass der Vorschlag zur Reform von Dublin nicht die Veränderung der Verantwortung des Ersteinreiseländers wirklich verändert, ist das die zweitbeste Möglichkeit, ein Solidaritätsmechanismus. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir gesehen haben unter der französischen Ratspräsidentschaft in diesem schrittweisen Ansatz. Das ist etwas, was im Rat mehrheitsfähig ist, in Kombination mit einer Verstärkung der Verantwortung für Mitgliedstaaten an den Außengrenzen, wie zum Beispiel durch das Screening-Vorhaben oder Eurodac. Was für uns dabei sehr wichtig ist, dass es einen funktionierenden permanenten Solidaritätsmechanismus gibt und das Screening da auch zusätzlich und einen unabhängigen rechtsstaatlichen Monitoring-Mechanismus mit beinhaltet. Es ist natürlich, Flexibilität ist im Moment sozusagen ein wenig das Buzzword in der Verhandlung. Das kann man auch wiederum verstehen in der Verhandlungslogik. Aber es ist natürlich so, dass Flexibilität auch immer wenig Vorhersehbarkeit im System bedeutet. Das heißt, dass wir es wahrscheinlich nicht schaffen werden oder eventuell nicht schaffen werden, aus diesen ständigen politischen Verhandlungen rauszukommen. Und da besteht unserer Meinung nach eine sehr, sehr große Gefahr. Vielen Dank. Und Herr Braunsdorf, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Zu Griechenland habe ich ja schon einiges ausgeführt. Und es verwundert mich immer noch, dass diese Deal-Politik weitergeführt werden soll, auch mit anderen Ländern, wo wir doch gesehen haben, dass der EU-Türkei-Deal in seiner Umsetzung gescheitert ist und die Auswirkungen auf den griechischen Inseln bis heute zu sehen sind. Was andere Kooperationen angeht, kann ich das Beispiel Libyen bringen. MSF ist eine der Organisationen, die noch vor Ort tätig sein kann, unter sehr schwierigen Umständen. Wir beobachten, dass Menschen, die von der sogenannten libyschen Küstenwache zurückgeführt werden, in Folterknäste kommen. Und das ist alles bekannt. Wir haben das alles schon tausendmal gehört. Sie werden dort zu Tode geprügelt, sie verhungern da, sie werden gefoltert. Und das alles eigentlich unter sehenden Augen der Europäischen Union und unter Mithilfe. Denn über die Instrumente, die die Europäische Union hat,
werden Akteure in Libyen weiter ausgebildet, ausgerüstet und von daher trägt die EU da auch eine Mitschuld. Und weil auch immer wieder von den sogenannten Schmugglern gesprochen wird, wir, die Europäische Union, unterstützen diese Schmuggler, denn diese Schmuggler ist die libysche Küstenwache zum Teil. Sie sind verbunden mit diesen kriminellen Netzwerken. Und also wenn wir von Aufrüstung von libyscher Küstenwache sprechen, dann können wir auch davon sprechen, dass wir diese Schmuggler ausrüsten, indem sie illegale Rückführung Libyen durchführen. Das ist die Situation in den griechischen Lagern. Und auch jeder weitere Deal, der dazu führt, dass die Rückführung weitergeführt werden, führt zu diesem Leid und Elend in diesen Folterknästen. Und das können wir als Ärzte ohne Grenzen nur beobachten vor Ort und darüber berichten, aber hoffen auch, dass das irgendeinen Effekt hat auf die Programmierung von Instrumenten auf europäischer Ebene. Vielen Dank. Vielen Dank. Und zur AfD-Fraktion Dr. Kurium. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine weiteren beiden Fragen gehen an Professor Dr. Koopmans. Und zwar, vielleicht können Sie auch gegebenenfalls die Kommentierung von Professor Thüm mit einbeziehen. Es geht da um das vor allem mit Ihrer Stellungnahme verbundene Vorhaben einer Verlagerung von Asylverfahren nach Ländern außerhalb der EU. Mit dem Gedanken, das könne zu einer substanziellen Reduzierung der illegalen Migration führen. Und dann dem weiteren Gedanken, nur das könne zu einer gegeben die bisherigen Trägheitsmomente und das Scheitern bisheriger GEAS-Novellenversuche, nur das könne zu so einer substanziellen Reduzierung führen. Was ist da das entscheidende Argument? Vielleicht können Sie das nochmal darlegen. Geht es darum, dass Australien etwa durch so eine Politik es geschafft hat, das Sterben auf den Seewegen nach Australien vollständig zu beenden? Sozusagen der effektive Erfolg gibt Recht, die positive humanitäre Folge. Oder ist es mehr die Tatsache, dass der Schutzanspruch nicht dasselbe ist wie der Anspruch auf ein Wunschzielland? Also was würden Sie da nach vorne stellen in der Motivation, dem Hintergrund dieses Weges? Und ähnliche Frage auch wieder, würden Sie nicht auch sagen, da das ja implizit voraussetzt, dass die entsprechenden Länder, Senegal, Tunesien, Moldau, Albanien, sichere Herkunftsstaaten ihrerseits sein müssten, doch dass das ja dann ein erster Schritt wäre, zum Beispiel das also mit Tunesien umzusetzen. Und die zweite Frage, spiegelbildlich jetzt zu der Frage an Professor Dr. Thüm, wenn Sie das jetzt kontrastieren mit dem anderen Modell des Verfahrens, Vorasylprüfung an den Außengrenzen, wo würden Sie die Vor- und Nachteile zwischen diesen beiden Systemen sehen, in rechtlicher wie in pragmatischer Hinsicht? Was kann das eine System vielleicht besser als das andere? Vielen Dank. Ja, Herr Professor Koopmans, Sie haben 4 Minuten, vielleicht einfach, weil wir Klarheit hier im Raum brauchen. Also ich verstehe Sie so, dass Sie für die Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl eintreten, zugunsten von freiwilligen Kontingenten, die dann im Belieben der Nationalstaaten liegen. Vielleicht kann ich dann damit anfangen, dieses Missverständnis aufzuklären. Weil es geht nicht darum, das individuelle Asylrecht abzuschaffen. Es geht nur darum, das Recht auf ein Asylverfahren, Recht von Individuen auf ein Asylverfahren in Europa einzuschränken. Und das ist nicht das Gleiche. Das ist auch der Fall in das, was Herr Knaus jetzt vorschlägt in Bezug auf Großbritannien und Frankreich. Da geht es ja auch nicht um eine Einschränkung des individuellen Asylrechts. Da geht es nur darum, dass Frankreich diese Asylverfahren durchführen muss und dass damit der Anreiz weggenommen wird für Menschen, um sich in ein Boot zu setzen und das Ärmelkanal zu überqueren. Im Gegenzug da, auch in dem Vorschlag von Herrn Knaus, gibt es dann tatsächlich sowas wie eine Kontingentlösung, in dem dann andere europäische Staaten, Frankreich voran, versprechen, dass sie Kontingente von Flüchtlingen aus Frankreich oder aus anderen EU-Staaten aufnehmen. Also es ist eigentlich genau das gleiche Prinzip, nur kann man dieses Prinzip natürlich auch auf andere Länder als nur Frankreich und Großbritannien anwenden. Voraussetzung ist natürlich tatsächlich, dass diese Drittstaaten das internationale Flüchtlingsrecht respektieren. Und wie Herr Thüm
angemerkt hat, da sind vielleicht die Anforderungen im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention etwas höher als im Fall von Australien, aber auch diese Anforderung, das ist dann eine Frage von Verhandlungen mit Drittstaaten, damit sichergestellt wird und auch natürlich regelmäßig überprüft, dass diese Standards eingehalten werden. Und Sie haben gefragt, Herr Curio, worauf beruht die Erwartung, dass das tatsächlich zu einer substanziellen Reduzierung der irregulären Migration führen wird. Ja, allererst natürlich die australische Erfahrung, die gezeigt hat, dass das tatsächlich funktioniert. Also, und sogar, es gibt die australische Erfahrung zweimal, wurde ja Anfang der 2000er eingeführt von einer konservativen Regierung, war innerhalb sehr kurzer Zeit hundertprozentig effektiv in der Reduzierung der Todeszahlen auf den Meeren um Australien herum, wurde dann abgeschafft von der Labour-Regierung, da gingen die Todeszahlen wieder in die Höhe, bis dann, ich habe das Zitat gebracht von der Premierministerin, die Labour-Regierung entschied, doch zurückzukehren zu der Politik der konservativen Vorgängerregierung und wiederum gingen die Todeszahlen zurück nach absolut null. Also empirisch wirkt es. Das ist nochmal ganz unabhängig von der normativen Frage. Dann theoretisch gesehen, also migrationstheoretisch, was ist der Anreiz? Warum setzen sich Menschen in ein Boot über das Ärmelkanal oder warum setzen Menschen sich in ein Boot über das Mittelmeer? Das ist in den meisten Fällen nicht, weil sie direkt vor Krieg oder vor politischer Verfolgung bedroht werden, in dem Punkt, wo sie sich in dem Boot setzen. Die syrischen Flüchtlinge waren nicht in der Türkei verfolgt, sie waren nicht in der Türkei einen Bürgerkrieg ausgesetzt. Also war es etwas anderes, das sie dazu bewogen hat, nach Europa zu kommen. Und das ist die Tatsache, dass es in Europa einfach bessere Lebensumstände gibt für Flüchtlinge als in der Türkei. Auch bessere Umstände in Deutschland als in Griechenland, wurde schon angemerkt. Also natürlich, da hat Herr Demir völlig recht, aus der Sicht der Flüchtlinge ist es völlig verständlich, dass diese Menschen diese Entscheidung machen. Aber wenn man tatsächlich etwas unternehmen will, um das Massensterben im Mittelmeer und letztlich jetzt auch auf dem Ärmelkanal zu begrenzen, dann muss man etwas machen, um diesen Anreiz wegzunehmen. Und das kann und soll man tun im Einklang mit dem internationalen Flüchtlingsrecht, das heißt nicht abschaffen des individuellen Anspruchs auf ein Asylverfahren, aber es gibt im internationalen Flüchtlingsrecht keinen Anspruch auf ein Asylverfahren, ausgerechnet in Europa und schon gar nicht ausgerechnet in Deutschland. Also es ist machbar im Rahmen des internationalen Flüchtlingsrechts. Vielen Dank. Herr Kollege, das passt ja genau, Herr Kollege Thome von der FDP. Genau, so ist es ja. Vielen Dank. Auch ich hätte noch eine Frage, und zwar zum Themenkomplex Screening, Vorprüfung, was ja auch ein Teil des europäischen Konzepts ist, an Frau Gminder und an Herrn Professor Koopmans. Da würde mich der Teil, der eher Frau Gminder wahrscheinlich betrifft, ist die Frage wiederum, nach welcher, ähnlich wie die Frage, die ich vorhin Herrn Thüm stellte, nach welcher Rechtsordnung, Rechtsregime soll dieses Screening, diese Vorprüfung vonstatten gehen, nach der Rechtsordnung des Ersteintrittslandes oder einer übergeordneten supranationalen Rechtsordnung? Was ist, wenn diese Vorprüfung negativ ausfällt? Gibt es dann da ein Rechtsmittel dagegen oder tritt man dann in die Rückführung ein? Da muss es ja auch die Möglichkeit geben, gegen das Screening-Ergebnis vorzugehen. Und dann ist die Frage, was ist genau der Gewinn des Ganzen? Das wäre der Teil, der eher an Frau Gminder gerichtet ist und der Teil, der eher an Herrn Koopmans gerichtet ist. Sehen Sie diese Möglichkeit einer solchen Vorprüfung, eines solchen Screening ebenfalls als Möglichkeit an, um die Zahl der Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, zu reduzieren? Vielen Dank. Dann nach Brüssel, bitte. Okay. Ja, also auch im Screening-Verfahren wird es eine Möglichkeit geben, dagegen vorzugehen. Im Screening-Verfahren werden Sie ja nur zugeteilt in ein anderes Verfahren. Sprich, Sie kommen in das geregelte Asylverfahren oder in das Grenzschutzverfahren. Oder falls Sie keinen Antrag auf Asyl stellen und da Sie irregulär eingereist sind, kommen Sie in das Rückkehrungsverfahren. In allen diesen drei Verfahren sind die üblichen Rechtsverfahren dann auch vorgesehen. Und natürlich kann es sein, dass jemand, der im Grenzverfahren ist, auch dann in das geregelte Verfahren kommt. Also das Screening-Verfahren ist wirklich nur eine Möglichkeit, an der Grenze sozusagen eine ganz kurzfristige, auf 5 Tage begrenzte Entscheidung zu treffen, in welchem Verfahren der Ankommende, die Ankommende weiter behandelt wird.
Professor Koopmans. Ja, vielen Dank, Herr Theumann. Natürlich sollte Teil eines solchen Vorschlags auch sein, dass es eine Vorgebung gibt. Die muss es ja auch geben. Aus einigen offensichtlichen Gründen. Also erstens müsste geprüft werden, ob jemand, der sich an, sag mal, die türkisch-bulgarische Grenze meldet, ob diese Person nicht aus der Türkei stammt. Weil dann wäre natürlich diese Bedingung, dass wir davon ausgehen können, dass diese Person nicht in der Türkei verfolgt wird oder vom Krieg bedroht wird, nicht gegeben. Wenn es um einen türkischen Dissidenten gehen würde, hat diese natürlich Recht auf ein Asylverfahren in der Europäischen Union, weil wir sind da das Direktaufnahmeland sozusagen. Also das wäre das Erste. Das Zweite, was geprüft werden muss, übrigens auch vorgesehen in den dänischen und britischen Plänen bezüglich Ruanda. Ich bin übrigens kein Befürworter von Ruanda, aber nichtsdestotrotz in beiden Regelungen ist vorgesehen, dass natürlich Menschen, die selbst aus Ruanda stammen, natürlich nicht nach Ruanda geschickt werden. Auch das muss natürlich geprüft werden. Dann kann man andere Kriterien mit hinzunehmen, die Menschen wohl Zugang zum europäischen Asylverfahren geben, zum Beispiel, wenn Menschen direkte Familienmitglieder in der EU haben oder wenn sie eine gesundliche Behandlung bedürfen, die nur in Europa gewährleistet ist. Übrigens zwei Ausnahmen, die auch in dem dänischen Gesetzesvorhaben vorgesehen wird, sind. Und man kann es auch umgekehrt machen. Man kann ja auch sagen, okay, im Prinzip, das wäre die umgekehrte Vorgehensweise, dass man sagt, okay, wir behalten das Recht auf ein individuelles Asylverfahren in Europa mit Ausnahme von, also wäre dann negativ, eine Liste von Gruppen, auf die dann diese Verlagerung in Drittstaaten angewendet wird. Und die erste Gruppe, die dafür in Betracht kommt, sind Menschen, die keine Identitätsdokumente überweisen können und das auch nach einer bestimmten Frist nicht können. Das ist auch die Gruppe, die die meisten Probleme bei der Integration und im Sicherheitsbereich verursacht. Also man kann da eine ganze Liste von positiven und negativen Merkmalen anwenden, die für eine solche Vorprüfung angewandt werden könnten. Danke. Vielen Dank. So, dann kommen wir zu Frau Bünger von der Linken. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an die vielen Sachverständigen, die jetzt eigentlich das bestätigt haben, was mir im Vorhinein schon klar war. Wenn der Vorschlag der Kommission ist ein schwerer Rückschritt für den Flüchtlingsschutz in der EU, statt Verbesserungen zu überdenken, wie zum Beispiel das Ersteinreiseprinzip, bastelt man an einer weiteren Entrechtung von Asylsuchenden nach einer Blaupause der griechischen Hotspots wie Moria. Denn eine Umsetzung des EU-Pakets würde im Wesentlichen bedeuten, dass Moria, also solche Lager, als Regel etabliert werden, um das mal ganz einfach darzustellen. Die Bundesregierung darf meiner Meinung nach, wenn sie sich als Fortschrittskoalition sieht und einen Paradigmenwechsel in der Asylpolitik ernsthaft möchte, diesen Vorschlägen nicht zustimmen. Ganz runtergebrochen geht es hier ganz klar um eine Entrechtung innerhalb der EU. Und wir sehen das in Staaten wie Ungarn. Man ist hier einfach, und beziehungsweise die Kommission ist hier einfach vielen Vorschlägen der Visegrad-Staaten gefolgt. Und das bedeutet einen Abbau von Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb möchte ich jetzt noch mal Frau Judith fragen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ja eindrücklich auf die systematischen Menschenrechtsverletzungen und Pushbacks an der Außengrenze hingewiesen. Umso wichtiger wäre ein effektives und unabhängiges Menschenrechtsmonitoring an den Grenzen. Können Sie dazu vielleicht noch mal was sagen? Und es klang jetzt so von Frau Gminder, als wenn Minderjährige im Grenzverfahren ausgenommen werden. Also im Artikel 41, dem Vorschlag der Kommission, der mir vorliegt, der sieht vor, dass auch minderjährige Kinder inhaftiert werden. Deshalb wäre meine Frage an Frau Judith, ob sie auch noch mal was zum Kindeswohl sagen kann. Und letzten Endes noch, wenn man das Massensterben tatsächlich beenden möchte im Mittelmeer, beziehungsweise die Entrechtung an der Außengrenze, das, was jetzt auch von Herrn Koopmans noch mal bestätigt wurde, dass er sich für eine Auslagerung des Flüchtlingsschutzes einsetzt, wäre meine Frage an Sie, was darf man auf keinen Fall zustimmen? Also genau. So, Frau Judith, Sie können das jetzt noch mal zu zwei Fragen zusammenbinden und haben das letzte Wort. Ja, vielen Dank. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg würde ich nur kurz noch einen Kommentar machen, dass es auch in Papua-Neuguinea und Nauru zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen an den Flüchtlingen gekommen ist und Papua-Neuguinea die Zusammenarbeit mit Australien aufgekündigt hat. Also das zeigt wieder die Abhängigkeit von dann eben solchen Drittstaaten. Und wir haben ja auch gegebenenfalls eine leicht andere Grenzsituation, als Australien sie hat.
Ich war tatsächlich auch etwas überrascht, dass Frau Geminder gerade gesagt hat, dass Kinder und Vulnerable vom Grenzverfahren ausgeschlossen sind. Also so lese ich die Vorschläge der Kommission explizit nicht, die nämlich vorsehen, dass Kinder über 12 Jahren mit ihren Familien durchaus ins Grenzverfahren kommen können, was auch eine Abweichung und Ignoranz eigentlich der Kinderrechtskonvention ist, die ja klar Kinder als Person unter 18 Jahre oder halt minderjährig definiert. Es ist auch aus unserer Sicht klar, dass die Umstände in Grenzverfahren überhaupt nicht für Kinder geeignet sind, dass dort Vulnerabilitäten gar nicht erst erkannt werden, sich die Menschen damit auch gar nicht dagegen wehren können, einem Grenzverfahren zugeteilt zu werden und auch dafür im Übrigen nichts vorgesehen ist in den Vorschlägen, wie die Menschen, wenn sie erheblich traumatisiert sind, wenn sie gefoltert werden, eigentlich andere Bedingungen im Verfahren bräuchten, wie sie das den Behörden klar machen könnten, insbesondere wenn unabhängige Unterstützung kaum möglich ist unter den Bedingungen. Gerade wenn der Fall Instrumentalisierung vorliegen würde, könnten die Mitgliedstaaten auch alle Asylsuchenden in die Grenzverfahren nehmen, also auch alle Kinder, alle Vulnerablen. Ich denke, es ist eigentlich auch in dieser Runde inhaltlich klar oder allen klar, dass die Pushbacks wirklich massive Menschenrechtsverletzungen sind, die aufhören müssten. Aber auch da sind die Vorschläge, die aktuell diskutiert werden, viel zu kurz aus unserer Sicht. Also im Screening wird ja ein Monitoring von der Kommission auch schon vorgeschlagen. Das wird im Rat bislang in den Diskussionen nochmal abgeschwächt. Im Parlament könnte morgen ein etwas stärkeres Screening vorgeschlagen werden, was auch alle Grenzschutzmaßnahmen umfasst. Das ist natürlich ein bisschen besser, aber aus unserer Sicht wäre das wirklich ein guter Weg, um zu versuchen, gegen diese Pushbacks vorzugehen. Also ein starkes, unabhängiges Menschenrechtsmonitoring. Im vergangenen Jahr hat Pro Asyl eine Machbarkeitsstudie mitfinanziert, übrigens auch von Fraktionen aus dem Europäischen Parlament mitfinanziert, die eben gerade aufzeigt, wie das gehen könnte. Also zum Beispiel auf bestehende Einrichtungen wie Menschenrechtsinstitute und Antifolterstellen zurückgreifen, dass die ein Konsortium bilden und dass es quasi eine Art solidarischen Menschenrechtsschutz an den Außengrenzen gibt, wie ähnlich auch bei Frontex der Grenzschutz quasi gestaltet wird und damit Grenzschutz endlich auch mit Rechtsschutz gekoppelt wird. Wichtig ist hierfür umfassende Untersuchungsbefugnisse, Zugangsrecht ohne vorherige Anmeldung und natürlich auch ausreichende finanzielle Kapazitäten. Das wäre auch gut, wenn das mal in eine Pilotphase gebracht werden könnte. Und wir denken durchaus, dass auch Deutschland hier vorangehen könnte, um auch gegenüber anderen Mitgliedstaaten zu signalisieren, wir machen hier was, wir schauen auch bei uns hin und dann gegenüber anderen Mitgliedstaaten halt auch zeigen können, so kann es eben gehen. Ich hatte am Anfang gesagt, wir sehen vor allen Dingen drei große Punkte als Gefahr für den Flüchtlingsschutz. Und das sind natürlich auch die Punkte, wo wir uns erhoffen, dass die Bundesregierung klare menschenrechtliche rote Linien ziehen wird. Das sind eben die Verschärfung von sicheren Drittstaaten bzw. der Auslagerung des Flüchtlingsschutzes. Die Bundesregierung hat gesagt, Asylanträge sollen inhaltlich geprüft werden in der EU, in ihrem Koalitionsvertrag. Daran sollte sie sich unserer Meinung nach halten. Das Gleiche gilt bezüglich der Fiktion der Nichteinreise, die eben aus unserer Sicht in der Praxis mit Inhaftierung umgesetzt werden wird. Auch wenn man das Leid an den Außengrenzen beenden will, ist das eine wichtige Maßnahme, sich dagegen zu stellen und eben auch die verpflichtenden Grenzverfahren dagegen stärken, wäre aus unserer Sicht wichtig, Rechtsschutz, die Situation vulnerabler Menschen, sich auch für ein solidarisches Aufnahmesystem einsetzen. Wir haben gehört, wir sehen, bei der Ukraine ist es möglich, also auch diese positiven Impulse mitnehmen und eben wirksame Maßnahmen gegen Pushbacks. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr ist jetzt noch Gelegenheit für einen kleinen Nachklapp. Ich habe dazu eine Wortmeldung von Herrn Oster. Ja, Herr Vorsitzender, verehrte Kolleginnen und Kollegen, bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich eine Bemerkung hier nicht unkommentiert stehen lassen. Der Kollege Palke von den Grünen hat unsere Sachverständigenbenennungen eben in einer Art und Weise kritisiert, die mich doch zu einem Kommentar herausfordert und die mich noch mal darauf hinweisen lässt. Herr Palke, das ist hier eine Sachverständigenanhörung und keine Anhörung von Nichtregierungsorganisationen, was Ihnen möglicherweise am liebsten wäre. Es geht um Sachverständige. Und pauschal in Zweifel zu ziehen, dass ein Vertreter oder eine Vertreterin der Europäischen Kommission keine Sachverständige sein kann, ist ja geradezu aberwitzig. Die Europäische Kommission hat große Teile dessen, was wir hier diskutiert haben, umzusetzen und hat zum Glück ein großes Expertenwissen im Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also von daher muss ich das in aller Entschiedenheit zurückweisen und will das mit dem Hinweis verbinden. Eine Sachverständigenanhörung dient dazu, auch gegenteilige Meinungen sich anhören zu müssen. Auch darum geht es hier, Herr Palke. So, ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen, dann können wir die Anhörung schließen. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal, aber das war jetzt eine Antwort, sonst kommen wir da in einen Dauerdialog. Ich glaube, das war jetzt eine, ja, aber es war ja auch eine Reaktion. Insofern, glaube ich, können wir das jetzt dabei stehen lassen. Es ist natürlich das Recht, unbenommen von allen Fraktionen hier im Raum ihre Sachverständigen zu benennen. Aber genauso kann es auch, kann die Auswahl der Sachverständigen auch von anderen Fraktionen kritisiert werden. Das ist jetzt, hat jetzt beides stattgefunden und ich glaube, das können wir jetzt so auch stehen lassen. Ich möchte am Ende der Sitzung in Erinnerung rufen, dass sich unser Land nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden hat, in seiner Verfassung das Recht auf politisches Asyl aufzunehmen. Nicht aus Gründen der Humanität und nicht aus Gründen eines schlechten Gewissens, sondern aus der Erfahrung, dass es eigene Staatsbürger waren, die an den Grenzen am Wohl und Wehe von Beamtinnen und Beamten gescheitert sind und nicht mehr rauskamen und dadurch dann ihr Leben verloren haben. Und es mag auch eine kleine Differenzierung sein, dass selbst ein ehemaliger Bundeskanzler, Willy Brandt, natürlich unter falscher Identität und mit gefälschten Papieren das Land verlassen hat, weil er anders das Land gar nicht mehr hätte verlassen können. Deswegen bin ich froh, dass diese Anhörung ergeben hat, dass keine der Sachverständigen dieses individuelle Recht auf Asyl in Frage gestellt hat. Und ich wünsche auf diesem Hintergrund allen, die auch praktisch jetzt mit dieser Vielfalt an Informationen und Einschätzungen im konkreten Alltag arbeiten müssen, namentlich Frau Dr. Hornung und Frau Geminder in Brüssel, ein gutes Händchen, dass sie nach vorne bewegen können, was sicherlich jetzt nicht optimal zu lösen ist, aber was schlechter wäre, wenn es einfach nur in der Blockade verhängen würde. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Erfolg auch bei den weiteren Beratungen und ich schließe die Sitzung, wünsche Ihnen weitere gute Woche. Vielen Dank. Thank you.